Wie immer Dienstag, heute der 18.11. Wenn alle angekommen sind, können wir einsteigen. Da diese Woche das, oder diesen Monat das gesamte Plenum unter dem Bereich Haushalt läuft, würde ich ganz gerne von vornherein erstmal die Moderation an für die Tagesordnung an Dies Laufox übergeben, wenn er nichts dagegen hat. Dietmar. Ja, danke, Grumpy. Moin zusammen. Wir sind beschlussfähig und können eigentlich direkt in die Tagesordnung einsteigen. Top 1, Abstimmung über nicht öffentliche Teile. Wir haben hier vorgesehen einmal Strategie Haushaltsdebatte. Das meint jetzt nicht die uns allen verteilt vorliegenden Haushaltsänderungsanträge, sondern wie dann insgesamt auch, was Haushaltsaspekte im Übrigen angeht, mit der Angelegenheit umgegangen wird. Deswegen nicht öffentlich, weil wir das jetzt eigentlich noch nicht veröffentlichen wollen. Das hat strategische Gründe. Deswegen steht da auch Strategie, Haushaltsdebatte. So von Grumpy vorgeschlagen, circa 20 Minuten Diskussionsslot und dann gegebenenfalls auch die Abstimmung darüber. So wird die heute schon vornehmen können. Der andere Teil, nicht öffentlicher Teil, wäre dann ein Personalteil, wie immer auch aus Datenschutz- und Persönlichkeitsrechtsschutzgründen nicht öffentlich, den dann Harald vortragen wird. Nee? Verzeihung, Anmerkung, in Vertretung werde ich das in Kürze machen, okay. Da gut, Harald einen unverschiebbaren Termin hat. Ja, seid ihr soweit? Habt ihr da eurerseits noch den einen oder anderen Vorschlag? Ja, Daniel. Ja, sorry, ich hatte das vergessen, noch meiner Mail vielleicht nachzuhaken. Ich mache das mal stellvertretend für Birgit. Soweit ich weiß, hatte sie eine Anfrage an den Fraktionsvorstand gestellt bezüglich Remagen. Also dem Nazi-Aufmarsch kommendes Wochenende. Da würde ich gleich ganz kurz irgendwann 5 Minuten am Ende der Sitzung oder sowas. Im nicht öffentlichen Teil? Drüber reden wollen. Nee, gerne auch öffentlich. Mir ging gerne auch um die öffentliches. Aufnahme in die Tagesordnung generell. Da sodass wir dann vielleicht das und vor Eintritt in die nicht öffentliche Sitzung unter Sonstiges behandeln können. Also das sollte nur wirklich tatsächlich ganz kurz gehen. Okay, ja. Okay, ja, kein Thema. Nicole, kannst du ja vielleicht so dann unter Sonstiges aufnehmen. Gut. Stichwort Remagen. Fein. Irgendwelche Vorschläge, Änderungsvorschläge bezüglich der euch vorliegenden Tagesordnung? Das ist offenbar nicht der Fall. Dann lasst uns doch bitte freundlicherweise abstimmen über die Aufnahme der nicht öffentlichen Teile, die dann eben im Anschluss, so wie wir es regelmäßig vorgesehen haben, an den öffentlichen Teil der Sitzung folgen kommen soll. Ist jemand gegen die Aufnahme der beiden nicht öffentlichen Punkte? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Enthaltungen diesbezüglich? Das ist auch nicht der Fall, dementsprechend einstimmig angenommen. Nicht öffentliche Teile, Strategie, Haushaltsdebatte und Personal am Ende des oder nach dem nicht öffentlichen Teil der Sitzung, circa, na ich sag mal, 12.30 Uhr etwa, schätzungsweise. Gut, dann kommen wir insofern zum Top 2, Bericht des Vorstands und der Pressestelle. Vielleicht fangen wir an dieser Stelle einmal mit der Pressestelle an. Lieber Jens, dann sei bitte so freundlich und erstatte uns deinen Bericht. Lieber Dietmar, danke sehr. Ja, Ingo ist im Urlaub, deswegen ich heute mal zur Abwechslung hier. Freue ich mich auch. Letzte Woche war relativ ruhig. Wir haben 3 Themen, die nach wie vor durch die Medien gehen, auch durchaus mit unserer Beteiligung. Das ist zum einen die Versteigerung der Kunstwerke mit allen entsprechenden sich anschließenden Diskussionen. Da gab es nach wie vor und gibt es nach wie vor Anfragen zu. Politisch wird das Ganze, glaube ich, jetzt auch mit einer dringenden Frage im Ausschuss zu einer Liste, die es eventuell geben soll, über Kunstwerke begleitet, was ich sehr gut finde, sodass wir da auch in Zukunft weiter aktiv bleiben.
NSU ist letzte Woche noch ein bisschen rumgeköchelt. Ich denke, auch das wird weiter Thema sein und da gab es Anfragen zu. Und ansonsten Top-Thema, schlimm, aber es ist leider das Top-Thema, die Flüchtlinge. Da werden wir morgen entsprechend den Aktivitäten im Ausschuss natürlich auch pressemäßig was machen. Und da gibt es nach wie vor von allen Seiten Anfragen zu. Da ist das Interesse nach wie vor groß. Ja, ansonsten läuft's und das war es eigentlich von mir aus. Jemand Fragen zum Bereich Presse, Öffentlichkeitsarbeit? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann danke ich dir, Jens, für den kurzen Bericht. Bericht des Vorstands steht da auch, der Grumpy. Da gebe ich das Wort an Grumpy. Danke, Dietmar. Ganz kurz, das Spannendste aus der gestrigen Vorstandssitzung sind auf jeden Fall die Ausschreibungen bezüglich der zusätzlichen Stellen für den PUA NSU, die halt auch etwas breiter gestreut werden dieses Mal, ganz bewusst in der juristischen Fachzeitung, in der Zeit, bei StepStone, über die Arbeitsagentur und andere Möglichkeiten. Da bin ich sehr gespannt, welche Bewerbungen eingehen werden. Wir haben gestern im Übrigen schon Bewerbungsgespräche geführt im Bereich der Assistenzstelle für den PUA NSU und werden nächste Woche auch nach Rücksprache mit der zuständigen Birgit für den Bereich PUA NSU dann unsere Ergebnisse hier schon mal in der Runde präsentieren. So viel von den Bereichen. Der andere Teil ist Strategie, was wir auch schon gesagt hatten. Das war es von meiner Seite. Gibt es da Fragen? Hattest du aufgezeigt, Daniel? Nee. Ich hätte so irgendwas gesehen. Nee, nix. Okay, gut, danke Grumpy. Hätten wir den Tagesordnungspunkt 2, da es keine Rückfragen gibt, quasi erledigt und kommen damit zum Top 3, Anträge für das nächste Plenum. Soweit sie per heute vorliegen, wir haben ja noch nicht die interne Antragsfrist, die ja am Freitag um 12 Uhr ist für das nächste Plenum, was die Anträge angeht. Wir haben am Freitag um 19 Uhr, glaube ich, das nächste Antragsmumble. Darauf auch die Zuschauerinnen und Zuschauer herzlich hingewiesen im Mumble NRW-Server. Und alle sind dazu herzlichst eingeladen. Simone. Wir reden jetzt hier bei Top 3, wenn ich das richtig verstehe, über also nicht über die politischen Anträge, die unsere Haushaltsanträge begleiten, sondern darüber hinausgehende Anträge. Ist das richtig? Wir reden, das ist insofern richtig, als uns liegen jetzt politische Anträge noch gar nicht vor. Wir haben ja auch noch Zeit, alle haben auch noch Zeit dazu. Wir haben aber, und dafür herzliches Dankeschön an alle Referentinnen und Referenten und tätigen MDL, insofern als wir unter Berücksichtigung der von uns intern gesetzten Deadline gebeten hatten, Haushaltsänderungsanträge uns im HFA-Team vorzulegen. Das ist soweit gut gelungen. Also auch dafür Dankeschön, dass das nicht irgendwie so ganz kurzfristig der Fall ist. Es ist zwar heute noch ein Antrag hier nachträglich verteilt worden, zwei Blatt zum Kapitel 02. Das ist aber ein Versehen seitens in unserem Bereich, insofern, als wir das vergessen hatten, in die Aufstellung mit reinzunehmen, die euch auch allen vorliegt, sowohl einmal als Excel-Tabelle hinsichtlich aller vorliegenden Anträge, wie aber auch hinsichtlich des Kompendiums, welches alle verteilt vorliegen haben sollten jetzt, wenn nicht, bitte sofort hier schreien, der Matthias hat noch Exemplare vorliegen. So, und dann könnten wir im Prinzip in die Fraktions... Der Grumpy hat eine Anmerkung, bitte. Danke, Dietmar. Entschuldigung. Ganz kurz nur zur Erinnerung, es gab einen Antrag aus dem letzten Plenum, der ja aufgrund des Wegfalls und der Zeitoptimierung eines Freitags
der es ja auch in die Presse geschafft hat, den wir aufs Dezemberplenum gelegt haben, zur Erinnerung, den haben wir auf jeden Fall sicher. Das war der medizinische Iconal-Antrag von uns. Das ist soweit richtig, Iconal-Antrag, der aber dann auch nicht mehr am Freitag im Antragsmumble behandelt werden wird, weil er bereits abgestimmt ist und fertig ist. Soweit wir... Ja, Toso, bitte. Nur ergänzend, wenn natürlich am Freitag jemand Fragen dazu hat, dann können wir die natürlich beantworten. Selbstverständlich. Selbstverständlich, klar. Aber er wird am Freitag nicht nochmal neu behandelt, jedenfalls nicht von uns originär, im Sinne von, da müssen wir mal jetzt dringend drüber reden und am Ende auch noch drüber abstimmen. Wir haben also vorliegen die Haushaltsänderungsanträge, die wir sinnvollerweise chronologisch nach Kapiteln getrennt abarbeiten wollen heute. Das wollen wir auch heute schon tun, weil in verschiedenen Ausschüssen, die diese Woche noch tagen, und zwar die vor dem kommenden Freitag tagen, bereits abschließende Beratungen und Abstimmungen in den Fachausschüssen über entsprechende Haushaltsänderungsanträge stattfinden sollen. Ich erwähne an dieser Stelle einmal den Ausschuss für Kinder, Familie, Jugend. Zum Beispiel, da müssen heute direkt nach der Fraktionssitzung die entsprechenden Anträge dem Ausschussassistenten übermittelt werden, damit dann, ich meine, am Donnerstag die entsprechenden Beratungen und Abstimmungen erfolgen können. Das gilt im Übrigen auch für verschiedene andere Ressorts, soweit uns bekannt ist. Und von daher wollten wir diese Zeit nutzen heute hier, angesichts der nicht so ganz vollen Tagesordnung im Übrigen als politischen Teil die Haushaltsänderungsanträge durchzusprechen. Und dann können wir direkt einmal anfangen mit dem Einzelplan 01. Das ist der erste im Kompendium, der erste obenliegende Antrag. Titelbezeichnung, Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Und da geht es um Planstellen des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Die Planstellen sollen um 22 Stellen erweitert werden. Und da würde ich an dieser Stelle, da wir den Fachabgeordneten im Moment nicht dafür hier haben, wenn ich das richtig sehe, vielleicht den Matthias einmal oder Lara? Ah, Lara. Die Lara, die Assistentin, beziehungsweise Referentin für diesen Bereich, bitten einmal zu diesem Antrag, vielleicht auch zum nächsten, da geht es um die Kosten für Veröffentlichung, ebenfalls Kapitel 01, vorzutragen. Bitte, Lara. Ja, danke schön und guten Morgen. Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit hat ein vielfältiges Aufgabenspektrum. Die Anforderungen an ihn steigen stetig und deshalb auch weil wir gerade wissen, dass, wie der LDI selbst sagt, er zum Beispiel nicht alle Überwachungskameras kontrollieren kann, alle, die angezeigt werden. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Kapazitäten dort nicht ausreichen. Und darum wollen wir seine Ressourcen erhöhen. Ich habe jetzt einfach mal pauschal vorgeschlagen, dass mit weiteren 22 Planstellen zu tun. Ich glaube, alle Datenschutzbehörden sind chronisch unterfinanziert, so auch der unsere. Gleichzeitig in dem nächsten Titel schlagen wir vor, dass er auch mehr Geld für Veröffentlichungen erhält, denn das ist natürlich auch ein wichtiger Bereich, eben die Informations- oder Weitergabe, die politische Bildung, Bildungsangebote schaffen. So viel dazu. Danke, Lara. Wortmeldung der Joachim, bitte. Nur zum Vergleich, wie viele Planstellen hat er bisher? 44. Also plus 22 jetzt. Genau. Okay. Also der LDE steht da mit nicht außerordentlich gut da im Verländervergleich. Also. Gibt es zu diesem Haushaltsänderungsantrag weitere Rückfragen? Diskussionsbedarf oder Rückfragen? Der Grumpy. Danke, Lara. Da wir das ja jetzt auch schon gerade angesprochen hatten, für die Kosten bei Veröffentlichung, die Überlegung, also wie jetzt einzelne Broschüren, hattet ihr da auch schon überlegt, andere Möglichkeiten für Erklärungen
im Bereich der Veröffentlichung mit vorzuschlagen? Also was sind andere Veröffentlichungswege, die das LDI noch mitnehmen könnte, kostentechnisch auf die Weise? Also außer diesen Broschüren, habt ihr da mal grob durchgerechnet oder nur allgemein erhöht? Oder konkrete Maßnahmen? Ich habe das erstmal allgemein erhöht, allerdings bin ich da dran zu erfragen, inwiefern, also ich warte da diesbezüglich auf Antwort, inwiefern der LDI da wirklich eine Erweiterung benötigt, was er da für sich als sinnvoll erachtet. Es ist so, dass der LDI alle 2 Jahre einen Bericht rausgibt. Und in diesem Jahr haben Sie noch ein weiteres Heft zur Videoüberwachung, das euch vielleicht auch einen zugeleitet wurde, Videoüberwachung rausgegeben. Damit ist natürlich mit höheren Ausgaben zu rechnen und gleichzeitig diese Ressourcen sollten erhöht werden, um weitere Bildungsangebote einfach rauszugeben. Wie viel jetzt genau für diese kostenfreie Broschüre geplant war, ausgegeben wurde, kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Vielen Dank, Lara. Joachim noch. Nochmal, ich weiß, es ist nervig, aber macht es Sinn, die Berichtsfrequenz in einem begleitenden politischen Antrag zu erhöhen? Weil es ploppt ja so viel auf in der letzten Zeit, also 2 Jahre erscheint mir ein bisschen lang. Da kann man ja Romane schreiben bis dahin, ob man sich nicht jährlich oder halbjährlich verkürzt. Ich weiß eigentlich nicht, mit welchem Arbeitsaufwand das für den LDI verbunden ist. Also genau das ist das Problem. Beim jetzigen Personalstand sehe ich nicht die Möglichkeit, von außen betrachtet, dass solch ein Bericht noch häufiger, sprich im jährlichen Abstand erscheinen könnte. Wenn man jetzt mit mehr Personal daran geht, sehe ich natürlich, also ich würde mir wünschen, dass es diesen eben häufiger gäbe. Ich glaube, es ist, erstmal Dankeschön, es ist müßig darüber zu reden, dass das nun die Stärkung gerade dieses Bereichs im Haushalt ein Kernanliegen der Piratenpartei ist. Und von daher, wenn keine weiteren Rückfragen, Bedenken eventuell sogar, von denen ich nicht ausgehe, bestehen, würde ich gerne darüber abstimmen lassen, ob wir diesen Haushaltsänderungsantrag einbringen wollen. Wohl bemerkt, alles, was wir heute bereits besprechen und abstimmen, wird auch nochmal im Rahmen einer Vorstellung, die dann wahrscheinlich knapp ist, dann auch nochmal am Freitag durchexerziert werden können, weil möglicherweise da auch Anregungen, Nachfragen und dergleichen Diskussionsbedarf von und in der Basis, der lieben Parteibasis, besteht. Und von daher bitte ich um euer Handzeichen, wenn ihr für diesen... Ja, Daniel, bitte gerne. Die Frage bezieht sich jetzt gar nicht an Lara. Dem Antrag stimme ich selber absolut zu. Ich weiß gerade nicht, ob die Verfahrensweise so die richtige ist. Also ich denke jetzt gerade schon so ein paar Minuten darüber nach. Also wir machen gleich im nicht öffentlichen Teil die Diskussion über unsere Strategie zum Haushalt. Beratschlagen jetzt aber schon über die ganzen Änderungsanträge und stimmen über diese ab. Das können wir so machen. Dann wird wahrscheinlich aber gleich die Strategiediskussion halt relativ kurz. Oder? Vielleicht habe ich was falsch verstanden, dann bitte ich um Entschuldigung. Simone. Deshalb war ja eben eigentlich auch meine Frage, ob wir jetzt unter Top 3 nicht eigentlich nur die übrigen Anträge behandeln und die eigentlich politischen Anträge und Haushaltsanträge dann eben bei der Haushaltsstrategie besprechen. Das war ja mein Ansinn, dass wir... deshalb hatte ich gefragt. Also ich glaube nicht, dass wir uns jetzt hier so riesig aus dem Fenster lehnen müssen mit irgendwelchen geschlossenen Teilen, wo wir unsere komplette Haushaltsplanstrategie da fahren. Ich glaube, unsere Haushaltsplanstrategie ist ziemlich offen. Und die paar Anmerkungen, die dann nicht öffentlich sein müssen, go. Aber das Gros können wir, glaube ich, steht uns gut an, wenn wir das öffentlich besprechen. Also, ja. Das war auch das war der aber Grund und das war die Intention. Es gibt allerdings Verständnispunkte. Genau, so sehe ich auch so. Daniel sieht es im Prinzip auch so. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier irgendwie hinterm Berg halten müssen und befürchten müssen, dass wir von der Presse überrannt werden hinsichtlich unserer Haushaltsänderungsanträge. Was den strategischen Teil angeht, da geht es selbstverständlich um Fragen wie Finanzierung,
Da geht es um Fragen politischer Begleitanträge gegebenenfalls und strategische Fragen anderer Art, die, soweit sie noch aufkommen, mit denen wir jetzt nicht hier direkt heute öffentlich nach vorne treten wollen. Das ist wohlbemerkt ein Petitum, welches wir aus dem HFA-Team heraus haben und hatten, um zu sagen, dass wir diesen Teil jedenfalls dann zumindest jedenfalls nicht öffentlich dann durchführen wollen. Also von daher ist unser Anliegen durchaus, hier die Anträge durchzudiskutieren, auch durchaus abzustimmen, ob wir das nun heute tun, Freitag tun. Ich halte es nicht für zielführend, das, und ich glaube auch nicht, dass wir es machen müssen, es im nicht öffentlichen Teil zu tun. Daniel. Ja, ist für mich okay. Auch das, was Toso gesagt hat, natürlich, ich habe überhaupt kein Problem damit, das Ganze komplett öffentlich zu diskutieren. Du hast jetzt aber genau das angesprochen, also zum Beispiel gerade das Thema der Finanzierung bzw. Gegenfinanzierung reingeworfen. Ich erinnere mich an die letzten Debatten, die wir hier zum Haushalt oder zu den bisherigen Haushalten geführt haben. Da war das ja immer, ja, ich sag mal, durchaus Kernpunkt genau dieser Debatten. Ne? Wollen wir eine Gegenfinanzierung? Sagen wir einfach, wir reichen mal einfach ein und auf gut Deutsch Scheiß drauf. Ich finde es halt etwas schwierig, wenn wir die ganzen Anträge gleich abgestimmt haben und uns dann über eine mögliche Gegenfinanzierung oder darüber unterhalten, wollen wir die jetzt gegenfinanzieren und wenn ja, wie? Weil wir ja auch schon mal gesagt haben, wenn gegenfinanzieren, dann möglichst aus dem gleichen Bereich. Das heißt zum Beispiel zu diesen LDI-Anträgen müsste bei einer gewünschten Gegenfinanzierung dann ja auch ein entsprechender Vorschlag vorliegen. Mir ist das alles relativ gleich. Also wir können das komplett ohne Gegenfinanzierung machen. Das habe ich ja auch in den vergangenen Jahren schon öfter gesagt. Ja, dieses Bedenken teile ich unter Berücksichtigung der zurückliegenden Zeit der bisherigen anderen drei Haushaltsberatungen, ne, 12, 13 und 14. Wir haben zu Beginn des Jahres oder zu Beginn der Nachvorlage des Haushaltsentwurfs darüber noch nicht gesprochen. Wir haben im Prinzip dementsprechend eine fortgeltende, insofern, weil du das angesprochen hast, eine fortgeltende Beschlusslage von der letzten Haushaltsberatung in der Tat, wo wir gesagt haben, dann möge bitte jeder Antrag aus dem nach Möglichkeit eigenen Ressort in irgendeiner Form gegenfinanziert, durch Kürzungen, Streichungen, überflüssigen Krempels, sage ich jetzt mal, oder aus anderen Bereichen gegenfinanziert werden. Wir hatten das bei der vergangenen Haushaltsberatung teilweise erfüllt. Da das aber zu einem großen Teil eben nicht der Fall war, hatten wir uns dann eines durchaus haushaltstechnischen, nicht Tricks, aber einer Usance bedient und dann in einer relativ kurzfristigen, wenn auch gleich kritisierten, von uns oder von euch allen kritisierten Haushaltsänderungsantrag bezogen auf die zusätzlichen Zuweisungen aus Länderfinanzausgleich und Bundeszuweisungen, die Gegenfinanzierung ad hoc dastehen gehabt. Wir brauchen darauf nicht zu hoffen und brauchen damit nicht zu kalkulieren. Nach unserem gestrigen Gespräch innerhalb des HFA-Teams habe ich einen Vorschlag zu unterbreiten, der nicht wie beim Paten, den man nicht ablehnen kann, aber der dann sehr diskussionswürdig sein könnte. Olli ist zwar heute nicht da, macht aber nichts, kriegen wir trotzdem hin, der durchaus geeignet sein könnte, dass unsere Haushaltsänderungsanträge, soweit sie uns vorliegen, gegenfinanziert sein würden, unter bestimmten Bedingungen, über die wir dann auch im strategischen Bereich reden würden. Von daher können wir das wirklich gefahrlos, sage ich jetzt mal, hier durchexerzieren. Und selbst wenn wir dann in dem nicht öffentlichen Teil, im strategischen Bereich, zu dem Ergebnis kommen, nö, wollen wir nicht, dann müssen wir uns tatsächlich was anderes einfallen lassen. Aber es ändert nichts daran, dass mit hinter jedem Haushaltsänderungsantrag ja nun auch stehenden politischen Auffassung wir durchaus im Rahmen der Haushaltsdebatte operieren sollten und auch können. Weil jeder Haushaltsänderungsantrag sagt auch, wir wollen politisch etwas bewirken, und zwar durch die Zuweisung von Mitteln für die einzelnen Ressorts und Aufgaben wie jetzt hier LDI und dergleichen. Also von daher können wir das gefahrlos so durchexerzieren. Vielen lieben Dank.
Okay, dann lasst uns vielleicht darüber abstimmen. Oder es gibt natürlich noch die Alternative, dass wir darüber nicht abstimmen, sondern nur in den Teilbereichen, wo jeder, der hier ist, sagt, wir müssen das aber diese Woche haben, zum Beispiel wie Kinder, Familie, Jugend, weil das eben vorher in den Ausschuss soll. Wir könnten das natürlich dann auch am Freitag machen. Bitte, Toso? Freitag? Wer ist für heute abstimmen über die Haushaltsänderungsanträge, soweit sie nicht bis Freitag in die Ausschüsse gegeben werden müssen? Dafür, bitte? Ja? Wer ist dafür, dass wir eben heute über die Haushaltsanträge nur insofern abstimmen, als sie bis Freitag in die Ausschüsse gehen müssen? Nicole gibt mir ein Zeichen. Wer ist dagegen? Wer ist gegen diese Verfahrensweise? Niemand. Wer enthält sich? Gut, dann sind wir damit durch. Und zwar auch, die Kosten der Veröffentlichung, hatten wir die schon mit verwurstet, Lara? Ja, hatten wir. Ja, okay. Okay, gut. Hätten wir also den Einzelplan 01 damit erledigt. Kommen wir zum Einzelplan 2. Ist der jetzt offiziell zugestimmt worden? Nee. Das machen wir am Freitag. Das machen wir am Freitag. Einzelplan 2, das ist ein Ressortbereich betreffend Europa. War das für Europa? Ja. Humanitäre. So, ja, genau. Bitte? Europa und eine Welt. Da geht es um Zuweisung von mehr Geld zur Verfügung für humanitäre Maßnahmen. Magst du dazu, weil es aus deinem Ressortbereich kommt, Nico, einmal kurz vortragen? Ja, danke Dietmar. Das Land NRW schmückt sich ja mit dem Politikbereich eine Weltpolitik, was man gemeinhin als Entwicklungspolitik mit einstufen könnte und damit eigentlich Bundessache ist. Aber NRW sagt, nein, wir haben da auch ein Händchen für und kümmern sich auch um humanitäre Angelegenheiten und für humanitäre Hilfe, die ja gerade in der jetzigen Situation nötig scheint denn je, sind da wahnsinnige 20.000 Euro veranschlagt. Also ich weiß nicht, damit kriegt man vielleicht gerade mal eine Trinkwasseraufbereitungsanlage irgendwo hintransportiert und die Flüge bezahlt und dann war es das. Dann müsste man dann eigentlich den Einsatz dann auch direkt wieder abbrechen. Fakt ist allerdings, dass NRW tatsächlich Hilfe leistet und das Geld scheinbar aus irgendwelchen anderen Töpfen kommen muss. Das sind so geschätzt 200.000. Hier fordern wir einfach dann auch ein, dass das sozusagen transparent dargelegt wird und dann auch der entsprechende Haushaltstitel da ist, wo dann diese Gelder daraus abgerufen werden können, weil da sagte mir Dietmar, war sich auch bei den anderen Fraktionen, bei den Berichterstattergesprächen jeder auch der Ansicht, dass 20.000 schon eine irgendwie lächerlich kleine Summe sind. Ja, das ist der Hintergrund zu dem Antrag. Danke, Nico. Fragen dazu, Anregungen? Offensichtlich keine. Dann ist der Antrag insoweit klar. Und ich gehe auch davon aus, dass am Freitag aus der Fraktion jetzt keine wesentlichen Bedenken, Fragen, Zweifel, Rückfragen, wie auch immer kommen, wie auch immer die dann aus der Basis kommen, wäre das schön. Und wir können dann übergehen zum nächsten Einzelplan 3. Das ist das Ressort des Innenministeriums und des Innenministeriums, muss man sagen. Und nun weiß ich nicht, wer da vorträgt. Und zwar zu den ganzen, ich nenne sie jetzt einfach mal, Anträgen um den Bereich
die alle sich umranken um den Bereich Flüchtlingspolitik, ich nenne das mal so, aber da ist die Lara offenbar firm und dann darf ich Lara bitten zu den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Anträgen, die aus dem Bereich kommen, einmal vorzutragen. Bitte schön, Lara. Ja, danke schön. Wir haben 2 Anträge zum Verfassungsschutz und der Rest ist mit dem Fokus Flüchtlinge. Zum Verfassungsschutz, die Ausgaben für den BND sollen auch die Ressourcen für den Verfassungsschutz in NRW erhöht werden um ca. 900.000 Euro. Vor dem Hintergrund einiger kritisierbarer, sage ich mal, Vorfälle in den letzten Monaten erschließt sich uns nicht, warum man diese Mittel erhöhen sollte. Das heißt, die zu erhöhenden Mittel wollen wir eben nicht erhöhen. Wir sehen auch nicht zum Beispiel, dass der Verfassungsschutz Schulungsaufgaben haben sollte wie Wegweiser, eben dieses Salafismus-Aussteigerprogramm. Jetzt hat mich Frank zu Recht darauf aufmerksam gemacht, dass wir dieses Geld auch an keiner anderen Stelle veranschlagt haben. Das wäre vielleicht doch noch notwendig, dass eben einer unserer Forderungen, diese Programme vom Verfassungsschutz wegzunehmen und an anderer Stelle eben zu finanzieren, damit da nicht die Vereinnahmung von Sicherheitskräften eben stattfinden kann. Das ist das eine. Das heißt also, es werden die Ausgaben gekürzt, die jetzt erhöht werden sollen. Zu den zum Flüchtlingsthema, da wollen wir zum einen die Gelder, die im Flüchtlingsgipfel zugesagt wurden, zweckbinden oder genauer definieren. Wenn wir uns anschauen, den Punkt Beschwerdemanagement und Förderung der Willkommenskultur. Darf ich kurz unterbrechen? Ja. Das wäre die Seite 7 des Kompendiums. Genau. Ja. Da muss ich einmal kurz... hier soll das Beschwerdemanagement eingeführt werden, das ist ein neuer Titel. Die Deckung ergibt sich aus dem Punkt Rückführung, das heißt, wir wollen die Rückführung, wenn wir einmal kurz springen, muss ich jetzt auch einmal kurz suchen, welche Seite, wer hat's? Seite 14. Momentan sind 6 Millionen Euro veranschlagt, um Menschen eben zurückzuführen in ihre Herkunftsländer. Das sind inhumane Praktiken. Dieser Betrag soll eben gekürzt werden und für dieses Beschwerdemanagement veranschlagt werden. Das wir ja auch schon in diversen Anträgen jetzt gefordert haben. Weiterhin sollen wir, wenn wir uns Seite 9 anschauen, die 40 Millionen Euro, die von der Landesregierung zusätzlich bereitgestellt werden, für die Kommunen sollen zweckgebunden werden. Denn da ist natürlich genau das Problem, was wir sehen, dass die Kommunen die Einrichtungen, die sie betreiben, nicht auf Mindeststandards aufbauen. Dass dahingehend zweckgebunden werden, dass dezentrale Wohnungsunterbringungen, sprich Wohnungen, gefördert werden. Kommunen sollen dieses Geld zusätzlich erhalten, wenn sie Wohnungen bereitstellen. Schauen wir uns Seite 11 an. Hier geht es darum, die Organisationen, die sich für das Thema Flüchtlinge oder in der Flüchtlingsarbeit aktiv sind, zu unterstützen. Das ist zum Beispiel der Flüchtlingsrat. Hier soll der Etat erhöht werden. Punkt 12, spielt ja auf den Härtefallfonds an, der auch im Flüchtlingsgipfel zugesagt wurde. Es soll bislang Geld dafür bereitgestellt werden, dass besonders hohe Krankenkosten gedeckt werden. Das sehen wir nicht als sinnvoll an. Es sollen eben das Gesundheitssystem für alle Flüchtlinge erhöht werden. Da ist der Vorschlag, hier eine anonyme Krankenkarte oder Modellprojekte zu fördern, die eine anonyme Krankenkarte bereitstellen. Hierzu haben wir auch gerade einen Antrag laufen. Dazu werden wir vielleicht noch ein Sachverständigengespräch machen oder voraussichtlich. Das geht damit einher. Und dann haben wir, glaube ich, noch, wenn ich jetzt nicht ganz durcheinander bin,
durcheinander gekommen bin, so den Punkt auf Seite 15, das ist die soziale Beratung der Flüchtlingsarbeit. Das ist ein Betrag, der auch im Flüchtlingsgipfel erhöht wurde, verdoppelt wurde. Vor dem Hintergrund der Verdopplung der Asylanträge ist das jetzt kein wirklich berauschender Wert. Hier wollte die Landesregierung in der ersten Version des Antrags, der uns vorliegt, das nur für die soziale Beratung nutzen. Im zweiten Antrag, der ja auch verabschiedet wurde, geht es darum, diesen Betrag auch noch für die Förderung des Ehrenamtes, für Leute, die sich engagieren, zu nutzen und zu nutzen für das dezentrale Beschwerdemanagement. Hier sagen wir, das soll nur für die soziale Beratung genutzt werden, wie es anfangs geplant war. Ja, ich glaube, das war es soweit. Ja, vielen Dank, Lara, für den wirklich erfrischend kurzen Vortrag bezüglich der ganzen vielen Anträge, die ja wirklich einen Pfund darstellen, auch vor dem Hintergrund unserer Flüchtlingspolitik, wie wir sie in den letzten, ich sag mal, anderthalb Jahren durchgeführt haben, bis hin zu diesem sagenumwobenen Flüchtlingsgipfel. Aus dem heraus auch, ich habe ihn jetzt noch nicht aufgerufen, ein allumfassender Antrag der regierungstragenden Fraktionen im letzten oder vorletzten Plenum beraten und auch abgestimmt worden ist, wo insbesondere auch hinsichtlich der fehlenden Zweckbindung, der fehlenden Konkretisierung all dessen, was wir jetzt hier als unsere Haushaltsänderungsanträge vorliegen haben, schon entsprechende Beschlüsse gefasst worden sind, mit denen die Landesregierung aufgefordert wird, nach den Mehrheitsverhältnissen vorzugehen. Und das konterkariert, also wenn ich das richtig sehe, konterkariert das unsere Haushaltsänderungsanträge in etwa den gesamten Beschluss, der im Plenum gefasst worden ist. Toso, bitte. Ja, danke, Dietmar. Nur noch mal zur Klärung eine Rückfrage an Lara, weil du gerade den Beschluss der letzten Plenarwoche da noch mal erwähnt hast. Da ist ja gefragt worden, warum wir nicht mal mit drauf waren. Lara, ich hatte das richtig in Erinnerung, dass im Endeffekt pro Nase gar nicht mehr Geld ausgegeben werden sollte bei der Flüchtlingsarbeit dieser Landesregierung, sondern zwar insgesamt mehr Geld, aber halt runtergerechnet auf den einzelnen Flüchtling nicht mehr Geld ausgegeben werden sollte, weswegen wir dann ja auch da abgelehnt oder nicht mit draufgegangen sind. War das so richtig? Vor dem Hintergrund steigender Flüchtlingszahlen ist es natürlich, also es ist eine lang erwartete und lang geforderte Handlung, diese Erhöhung. Was wir auch gleichzeitig mit unserem Entschließungsantrag noch gefordert haben, ist eine Präzisierung dieser Ausgaben. Sprich, was wir auch hier jetzt im Änderungsantrag haben, 40 Millionen zusätzliche Euro sind schön und gut, aber sie müssen halt zweckgebunden sein, damit die Kommunen, die das Geld erhalten, dass das Geld auch wirklich da ankommt bei den Leuten, die es halt wirklich brauchen. Das sind solche Sachen. Und das zum einen, dann dieser Härtefall vor zum anderen. Antwortet soweit, Toso. In der Tat, also das ist ja jetzt so eine Art Finale, was wir hier haben im Bereich Flüchtlingspolitik, jetzt vor dem Hintergrund der letzten zweieinhalb Jahre. Ich erinnere mich gut daran, dass wir sogar auch schon in der ersten Haushaltsberatung, an der wir teilnehmen durften, für den Haushalt 2012, Ende des Jahres 2012, sehr auch in der Haushaltsklausur sehr dezidierte, detaillierte Nachfragen gestellt hatten und auch schon damals, zwar wenn auch vor anderem weltpolitischen oder krisenpolitischen Hintergrund, angemahnt hatten, dass man sich der Frage von Flüchtlingen innerhalb Nordrhein-Westfalens etwas konzentrierter annehmen solle. Da wurden auch schon damals aus dem Finanzministerium oder auch aus dem Fachministerium große Fragezeichen aufgemacht, die immer noch nicht abschließend gefüllt sind, obwohl wir parallel dazu immer wieder Anträge gestellt haben seit 2012. Und irgendwann, wie sagt man so schön, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Und jetzt haben wir eine Situation, die natürlich vor dem Hintergrund der bedauernswerten Lage in Syrien und dergleichen dazu führt, dass eben festgestellt werden muss, dass keine weitsichtige Flüchtlingspolitik in Nordrhein-Westfalen betrieben worden ist und betrieben wird, weshalb es jetzt kumuliert, beziehungsweise muss man sagen, kumuliert hin zu dieser Situation, wie wir sie vorfinden, auch in den Gemeinden,
die bedauernswert sind. Aber von daher denke ich auch, dass die Anträge soweit eigentlich im Prinzip nicht abgelehnt werden können. Die Kommunen könnte natürlich sein, dass die Kommunen streiken bzw. laut aufschreien. Insofern, als sie sagen, die 40 Millionen, die uns zugesagt worden sind, sind natürlich, sollen uns zufließen, damit die Kosten, die wir ohnehin schon haben, derzeit etwas abgemildert werden, die Belastungen etwas abgemildert werden. Ohne das, und das wäre natürlich in der Tat etwas, was der Landesregierung dann quasi vorwerfbar wäre, dass die Mittel nicht erhöht werden. Wie wäre es denn, deswegen eine Frage, habt ihr vielleicht diskutiert oder darüber gesprochen, ob man nicht grundsätzlich sagen sollte, die 40 Millionen, ich spreche jetzt genau diese an, möge sie zur Entlastung der Kommunen in den Topf geworfen werden, aber könnte nicht darüber hinaus auch noch weiteres Geld locker gemacht werden, um dann zweckgerichtet eine Verbesserung der Lage im Bereich der Flüchtlingsaufnahme und auch der Flüchtlingsverteilung auf das gesamte Land und auf die vielen Kommunen in Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen. Also ich sage mal so, mehr Geld wäre natürlich immer gut, gerade dort, wo das Geld knapp ist. Da kann man sicherlich noch was machen. Bei der Anhörung zum Flüchtlingsaufnahmegesetz, was eben auch diese Ausgaben beinhaltet, hat ein Sachverständiger gesagt, wir haben dieses Flüchtlingsaufnahmegesetz seit 30 Jahren. Es ist Zeit, das auch mit Standards zu versehen. Demnach halte ich eigentlich daran fest, dass diese 40 Millionen auch mit Standards versehen werden, schon an diesem Punkt. Gleichwohl könnte man natürlich gerne noch mehr Ausgaben fordern. Wir hören dazu auch gleich noch einen Antrag, der zumindest etwas mit zu tun hat oder da reinspielt. Aber ich denke, diese 40 Millionen, das ist auch weiterhin auch nur noch eine weitere Erhöhung, die ohnehin schon geplant ist. Das heißt nicht, dass das irgendwie ausreichend ist. Es richtet sich ja immer nach den Zahlen der Flüchtlinge, die ungefähr geschätzt werden oder die geschätzt werden. Ich bleibe dabei, die sollten zweckgebunden werden. Ja, gut, vielen Dank, Lara. Noch Fragen, Anregungen, Diskussionsbedarf zu dem doch recht umfangreichen Komplex 03, Flüchtlinge aus Europa? Nein, nix. Okay, keine. Dann danke ich dir, Lara, und ja, bitte. Ich würde euch bitten, darüber, also wir haben diese Woche Ausschuss und deshalb sollten die E03er abgestimmt werden. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Dann bitte ich, denke, wir können, ja, weiß ich nicht, sollen wir die einzeln abstimmen? Ich hatte jetzt nirgendwo Widerspruch gehört, von daher würde ich vorschlagen wollen oder schlage dies hiermit vor, en bloc abzustimmen. Regt sich da Widerspruch? Möchte die Anträge jemand einzeln abstimmen? Bitte, Lara. Ich wollte noch mal sagen, dass der Frank ja zu Recht darauf hingewiesen hatte, dass wir das Wegweiser-Projekt an keiner anderen Stelle bislang veranschlagt haben. Und ob da Möglichkeit besteht, es wäre ja vermutlich, dass ich das noch mit reingebe an anderer Stelle per... Okay, danke schön. Berührt aber jetzt nicht die... Okay, gut. Also es regte sich kein Widerspruch bei der Frage, ob das en bloc abzustimmen ist oder abgestimmt werden kann. Deswegen bitte ich um euer Handzeichen. Wer für die Einbringung dieser Haushaltsänderungsanträge ist? Das sieht so aus, als ob das einstimmig ist. Das kannst du dann, Nicole, entsprechend vielleicht, Dankeschön, umsetzen. Alles gut. Super. Kommen wir nunmehr zum Einzelplan 5. Das ist Bildung, ne? Das ist der Bereich Schule und Bildung. Da ist der liebe Johannes da, Referent für den Bereich Bildung und Schule. Den darf ich also bitten, zu den Haushaltsänderungsanträgen in diesem Bereich, Kapitel 05, einmal vorzutragen. Hallo Johannes, bitteschön, du hast das Wort. Hallo Fraktion. Gut, wir haben
4 Haushaltsänderungsanträge eingereicht, wovon einer auf jeden Fall zurückzustellen ist, wo uns neueste Entwicklungen erreicht haben, die das erforderlich machen. Und zwar ist das der Antrag... zur Erhöhung der Lehrerstellen für die Beschulung von Flüchtlingskindern. Da hat die Ministerin gerade etwas angekündigt, weswegen wir das zur Seite stellen müssen. Wir haben weiter einen Antrag, der noch nicht gänzlich fertig ist. Da wurde mir gerade gesagt, dass es die Möglichkeit gäbe, dass der vielleicht auch noch am Freitag abgestimmt werden könnte. Das ist der neue Titel Innovationsfonds Freie Bildungsmedien. Bleiben also noch zwei. Der eine ist der zur mehr Stellen für Fortbildung und Qualifikation für das Lernen mit Medien, Titel 422.01, Seite 17. Hintergrund ist die bekannt geringe Kenntnis in der Lehrerschaft, wie sie die Digitalmedien gewinnbringend im Unterricht einsetzen können. Dazu gab es vor ein paar Tagen auch neue besorgniserregende Zahlen von verschiedenen Studien. Vor dem Hintergrund scheint es uns angebracht, dass die da mehr Stellen zur Verfügung gestellt werden. Dass läuft so mit der Lehrerfortbildung in dem Bereich, dass in Kompetenzteams in Städten und Kreisen, es sind insgesamt 53 im Land, Lehrkräfte als Medienberaterinnen und Medienberater diese Aufgabe übernehmen sollen. Allerdings, die werden dafür vom Unterricht freigestellt, oftmals in sehr geringem Umfang in der Anhörung. Wie wir neulich hatten, berichtete ein Medienberater, der für Leverkusen zuständig ist und ich weiß nicht, über 100 Schulen, dass er 6 Unterrichtsstunden Freistellung dafür bekommt und dass die Aufgabe so natürlich nicht zu leisten wäre. Deswegen halten wir es für angemessen, hier 27 neue Stellen als Freistellung in dem Bereich einzusetzen. Das wären eine halbe Stelle pro Kompetenzteam. Und eine halbe Stelle Rest. Wie viel sind es bisher? Frage ist, wie viel werden bisher dafür eingesetzt? Das wissen wir leider nicht. Die sind nämlich im Haushalt zusammen mit anderen Stellen in einem Posten vermengt und das wird nicht ausgewiesen im Erläuterungsband. Es müsste, ich bin mir allerdings nicht sicher, und das ist mir auch peinlich, weil ich in dem Feld gearbeitet habe, es müsste eigentlich ein Medienberater pro Gebietskörperschaft sein, allerdings nicht in Form der vollen Stelle, der steckt irgendwann drin, aber wenn ihr wollt, ich kann euch was zur politischen Strategie auch dieser Kompetenzteams erzählen. Die Regierung Clemens Steinbrück hat seinerzeit auf Ebene der damals noch 54 Gebietskörperschaften, Stadt und Kreis Aachen waren noch getrennt, sogenannte E-Teams eingerichtet. Die Union war damals dagegen, dann kam die Regierung Rüttgers-Pinkwart. Und dann hat sich festgestellt, diese E-Teams auch mit dem Bereich Medienkompetenz, Fortbildung in Schule sind nicht so ganz ineffizient. Also so richtig doof finden kann man die nicht. Also machen wir es zur eigenen Sache, nennen das Ding um, Kompetenzteams und schultern noch mehr zusätzliche Aufgaben im Kontext Schule auf. Das hat das Ganze ein bisschen verwässert, weil nicht mehr Stellen dazu kamen. Und das Problem dabei ist, dass eben, wie der Johannes gerade schon sagte, viele Lehrer ein sehr geringes Kontingent an Freistellungen haben und sich dann für den Beritt der ganzen Schulen, für die Medienfortbildung innerhalb einer Gebietskörperschaft kümmern müssen. Von daher ist das ein sehr effizienter Antrag und ich finde, wir sollten, bevor wir den auch einreichen, die entsprechenden Betroffenen vorab informieren, um dann noch ein bisschen für Wind zu sorgen. Das wäre es eigentlich. Ja, danke Joachim, insbesondere auch für den letzten Hinweis. Der Jens ist noch da.
Vielleicht kann man das ja auch dann in Kooperation mit dem Bereich Bildung, Schule da nochmal etwas promoten. Also jetzt nicht zwingend pressetechnisch, sondern eher was die Öffentlichkeitsarbeit in die Verbände oder ja, in die Verbände hinein angeht, in die Lehrerschaft, in die Elternvertretung, Schülervertretung und so weiter und so fort. Von daher bitte ich meine persönliche Bitte, da vielleicht einmal nochmal nachzuhaken, da einen kleinen, ja, ein kleines Brainstorming zu veranstalten, wie man das gegebenenfalls machen kann. Danke deswegen auch für den Hinweis, Joachim. Gut, bist du damit da? Nee, war dann alles schon? Da nee, war noch ein Antrag. War noch ein Antrag, genau, ja. Richtig, habe ich doch richtig gesehen. Kurze Zwischenfrage, Johannes. Müsst ihr auch diese Woche einbringen in euren Ausschuss oder hat das noch Zeit? Der Ausschuss hatte den Haushalt schon. Bitte? Bei uns der Haushalt schon durch. Bei euch ist der Haushalt schon durch? Mhm. Was ist, sind unsere Anträge dann da schon mit behandelt worden? Da sind überhaupt keine Änderungsanträge behandelt worden. Gar keine? Das ist nicht üblich da. Ist nicht üblich, okay, gut, alles klar. Dann können wir das also, was die Abstimmung angeht, am Freitag dann, denke ich mal, mit abstimmen. Danke, dann bitte zum nächsten Antrag, Johannes. Der nächste ist der zum Titel 633-72. Da geht es um den offenen Ganztag an Grundschulen. Seit dem 19. Wir sind ja grundsätzlich für Ganztagsangebote und im offenen Ganztag an Grundschulen zeichnen sich ziemlich manifeste Schwierigkeiten ab, was an einigen Städten und Kreisen schon für ganz schön Unruhe gesorgt hat und zu Notmaßnahmen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Offene Ganztags sind Nachmittagsangebote an Grundschulen, die freiwillig sind. Deswegen unterliegen sie nicht der Schulpflicht und deswegen haben sie eine ganz eigenartige Finanzierung dahinter. Es ist so, dass das Land eine Landesförderung pro Platz bietet, im Moment 700 Euro pro Jahr, plus 0,2 Lehrerstellen, die teilweise in Geld wieder umgewandelt werden können, aber nicht vollständig. Außerdem haben die Kommunen einen Pflichtanteil zu tragen, können diesen teilweise durch Elternbeiträge wieder reinholen und sind natürlich frei darin, noch zusätzliche Mittel zur Verfügung zu stellen. Ein Grund für das Problem, außer die sowieso relativ knapp bemessene Förderung durch das Land, ist, dass die Erzieherinnen und Erzieher mit dem letzten Tarifabschluss Lohnerhöhungen von ungefähr knapp 7% innerhalb von 2 Jahren durchsetzen konnten. Das Land aber die Landesförderung nicht erhöhen möchte. Das heißt, allein dadurch haben die Träger, das sind überwiegend freie Träger, die das im Auftrag der Kommunen machen, schon ganz schöne Finanzprobleme. Es steht im Raum, dass Angebote zurückgefahren werden müssen, also nur noch die Mindestbetreuungszeit angeboten werden kann, keine Ferienbetreuung mehr und sowas. Und wir meinen, dass Land ist im ersten Schritt aufgefordert, die Landesförderung so anzuheben, dass die Lohnsteigerungen der Erzieherinnen und Erzieher aufgefangen werden, einigermaßen zumindest, und das ist Gegenstand dieses Antrags. Die Summe berechnet sich, eine Steigerung der Landesförderung um 100 Euro, also auf 800 Euro pro Platz. Das ist angelehnt an eine Berechnung, die uns Träger von offenen Ganztagsschulen haben zukommen lassen, die wir dann noch ganz klein bisschen aufgerundet haben. Was? Nein, von 93, irgendwas auf 100 pro Platz. Ein bisschen mehr Geld ist da auch im Hinblick auf die Inklusion auf jeden Fall gut angelegt. Das Thema ist außerdem so brisant, dass wir da jetzt an einem politischen Antrag arbeiten. Da werden wir in den nächsten Monaten auf jeden Fall ganz schön mit zu tun haben. Ja, so viel dazu. Ja, vielen Dank, Johannes. Der politische Antrag, meine Frage, kommt der noch schon zu diesem Plenum oder erst dann zu einem späteren Zeitpunkt? Der ambitionierte Plan ist, dass der Freitag vorliegt. Ah, okay, vielen Dank. Gibt es zu diesem Komplex Fragen, Anregungen? Grumpy, bitte.
Verzeihung. Johannes, die Rückfrage zu Seite 20, dem neuen Titel für den Innovationsfonds Freie Bildungsmedien. Die Änderung, kommt die dann jetzt noch die Woche oder dann? Okay, also auch diese Woche. Gut, dann vergiss meine Frage. Gut, dann sind wir damit durch, weil es keine weiteren Fragen gibt. Dann hätten wir abzustimmen. Nee, gar nicht nötig. Wir stimmen am Freitag ab, weil eben keine Notwendigkeit besteht. Infolge von ist nicht im Ausschuss, finde ich ganz spannend, habe ich auch noch nicht so wahrgenommen. War das in den zurückliegenden Haushaltsberatungen auch so, ja? Dass da keine Anträge? Wir hatten in einem Haushaltsverfahren auch die Anträge in den Ausschuss gebracht. Das hat, aber als einzige Fraktion. Die anderen machen das grundsätzlich nicht. Sehr wundersam. Okay, gut. Dann nehmen wir das einfach nur zur Kenntnis und können dann, wenn ich das richtig sehe, zum nächsten Titel übergehen. Das wäre der Titel 06, Hochschule. Möchte dazu jemand zu diesen zwei, ich glaube zwei sind es, nicht? Zwei uns vorliegenden Anträgen jemand was sagen? Der Joachim, bitteschön. Jo, der Punkt ist ja der, wir haben uns im letzten Haushalt zurückgehalten mit Änderungsanträgen zum Thema Hochschule, weil die Landesregierung ja selber erhöht hatte. Gleichwohl haben wir immer noch ein Problem mit der Grundfinanzierung. Und ein spannender Punkt ist, dass es bislang ja immer die sogenannten unter dem Rubrum Kompensationsmittel für den Wegfall der Studiengebühren betreffende Summe von 249 Millionen Euro im Raum stand. Diese Summe ist seit dem Einsetzen der rot-grünen Landesregierung nicht erhöht worden. Eigentlich handelt es sich dabei allerdings um sogenannte Mittel zur Qualitätsverbesserung der Lehre, die direkt den Studenten und entsprechend den Lehrveranstaltungen zugutekommen soll. Pro Kopf gerechnet sind diese Mittel gesunken, denn die Berechnungsgrundlage waren damals 500.000 Studenten beim Wintersemester 11-12. Wir haben aber im Sommersemester 2014 630.000 Studenten. Das heißt, wir beantragen dort eine Aufstockung, die auch noch inflationsbereinigt ist, damit quasi die Mittel gleich bleiben pro Kopf. Das ist so unsere Argumentation dazu. 249 Millionen deckte im Wintersemester 11-12 nahezu den Wegfall der Studiengebühren. Deswegen wurde damals auch gesagt, Kompensationsmittel, so ist diese eigentlich nicht korrekte Bezeichnung aufgetaucht. Die Argumentation der Befürworter von Studiengebühren war nämlich die, dass das nicht der Fall sei, dass das gedeckt wurde. Also, und wir argumentieren jetzt, eine Anpassung der Mittel ist jetzt nötig, um die Qualität zumindest zu halten. Das ersetzt allerdings nicht, und das wird begleitend auch politisch begründet werden, die fehlende Grundfinanzierung an den Hochschulen. Das wären unsere beiden Anträge. Danke. Vielen Dank, Joachim. Dann Rückfragen der Matthias, bitte. Joachim, wäre das okay, weil die Anträge sind in der Begründung, dieser zweite Satz in der Begründung ist etwas missverständlich. Können wir das Wort inflationsbedingt da rausstreichen, dass da nur steht, dies ist unter den Gesichtspunkten der nötigen Qualitätssteigerung etc. blabla notwendig, weil inflationsbedingt ist eine Steigerung von 50% bei einer Inflation von unter 1% missverständlich im HFA und würde deshalb kritisiert werden. Wenn wir den Satz, also nur das Wort, nur das Wort daraus schreiben könnte. Ich habe dabei keine Kopfschmerzen. Ich werde mit Hilmar noch mal eine Gegenrede halten, aber ich sehe jetzt nicht ein, an dem Antrag und an der Summe ändert sich inhaltlich dadurch nichts. Steigende Studierendenzahl ist der entsprechende Punkt. Ne? Okay, also habe ich kein Problem. Ich hätte noch eine Rückfrage. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind die Mittel, die nicht ausgegeben werden müssen aufgrund der Änderung des BAföG, quasi schon verplant, berührt, also von der Landesregierung verplant, muss man sagen, berühren diese beiden Anträge, weil ja das auch als Begründungselement im letzten Satz jeweils enthalten ist, berührt das die oder ist das eine Kritik an der derzeitigen Verplanung des eingesparten Geldes oder wie sieht das aus?
Weil, also ich weiß, dass zumindest ein Teil dieser eingesparten Beträge, ich glaube, das sind 286 Millionen, sowas um den Dreh, eben gar nicht unbedingt in die Hochschule fließen sollen. Also jetzt die BAföG-Mittel vom Bund. Das kann man jetzt verschieden interpretieren. Da müsste man noch gucken, wie man das in der Rede kommuniziert. Also uns geht es letztlich nur darum, also nur in Anführungszeichen pro Kopf gerechnet, die Mittel zur Qualitätssteigerung, in dem Fall zur Erhaltung von der Lehre, ja, mehr oder weniger konstant zu halten. Also wie man das dann da begründet, ich glaube, das ist eher so eine Sache für das politische Ränkespiel nachher. Okay. Vielen Dank, Joachim. Gibt es weitere Rückfragen zu dem Bereich? Das ist offenbar nicht der Fall. Dann die Frage an dich, Joachim, wenn ich euch beiden noch mal kurz unterbrechen darf. Wie sieht das aus mit der Planung Ausschuss, Hochschulausschuss? Ist das jetzt noch vor Freitag irgendwie vakant? Oder? Ja, ist es. Ist es, das heißt, wir sollten jetzt und hier darüber abstimmen, richtig? Da ist eine Woche. Ganz kurz und die Anmerkung, ja, morgen Top 1 zur Sitzung des Ausschusses für Innovation, Wissenschaft und Forschung. Okay. Der Grumpy kennt die Tagesordnung meines Ausschusses, ich bin begeistert. Ja, so muss das sein. PGF muss das wissen, ne? Alles. Ja, der muss das alles wissen. Okay, dann lass uns darüber abstimmen. Wer ist für die Einbringung dieser Haushaltsänderungsanträge, wie sie jetzt von Joachim vorgestellt sind? Niemand ist dagegen, alle sind dafür. Wunderbar, einstimmig. Nicole, für dich die Sache relativ einfach. Dann danke ich euch insofern. Und wir könnten rübergehen zum Einzelplan 07, Kinder, Familie, Jugend, Medien und Kultur. Ne? Ist das richtig? Ja, habe ich das so richtig gesagt? Cool. So ich glaube, das heißt Familie, Kinder, Jugend. Okay, hab ich, was habe ich gesagt? Kinder, Familie. Kinder immer vorne an. Ist egal. Okay. Ja, dann Daniel das Wort ergreifen möchte. Ja, zumindest für den Bereich dann Kinder und Jugend, beziehungsweise konkret Kinder- und Jugendförderplan. Der Antrag dürfte euch mehr oder weniger bekannt vorkommen. Wir haben den fast identisch, bis auf den Betrag letztes Jahr bereits eingereicht. Letztes Jahr haben wir hier einen Betrag von 5 Millionen Euro angesetzt. Dieses Jahr haben wir 10 Millionen Euro angesetzt. Zum einen natürlich, weil letztes Jahr unser Antrag nicht angenommen wurde. Ja, das heißt, die Bedarfserhöhung, die wir letztes Jahr hatten, die 5 Millionen, die sind dieses Jahr genauso konkret da wie letztes Jahr auch schon, sprich gestiegene Personal- und Sachkosten, die halt alle nicht im Kinder- und Jugendförderplan berücksichtigt werden, der halt für die gesamte Legislaturperiode festgelegt ist bis 2017. Das ist ein großer Kritikpunkt bei allen Trägern, die sich eben aus diesem Kinder- und Jugendförderplan entsprechende Fördermittel besorgen. Wenn ich halt eben Personal und Sachkosten, die einfach stetig steigen, darin nicht berücksichtigen kann, ist es logisch, dass ich da dann letzten Endes auch finanzielle Schwierigkeiten habe. Der andere wichtige Punkt ist halt der, dieser Titel wird nie komplett abgeschöpft. Der hat immer irgendwo eine Quote von 90-95% Auszahlung, die unterm Strich dann erfolgt. Das Ministerium bezeichnet dies immer als Punktlandung. Wir finden das irgendwie blöd. Wir verstehen das natürlich, wenn also rund 100 Millionen Euro zur Verfügung stehen und halt entsprechende Förderanträge eingereicht werden, dass man natürlich guckt, dass der Topf halt nicht, ich sag mal, wirklich genau auf den Deckel zugemacht wird. Auch das, da möchten wir dann eben die 10 Millionen Euro, die wir zusätzlich zur Verfügung stellen wollen, so ein bisschen auch mit als Puffer nutzen, damit tatsächlich nachher in der Realität wirklich die 100 Millionen Euro dann auch abfließen können, die eigentlich eben für die Kinder und Jugendlichen zur Verfügung gestellt werden sollten. Olaf, noch irgendwas in Ergänzung? Oder ich glaube. Es gibt eine Sache, über die ich erst dieses Mal gestolpert bin, als ich mit den Vertretern von der, Jugendarbeit gesprochen habe. Und zwar die 5%, das würde ich sogar noch akzeptieren. Wir müssten da wirklich mal genauer nachgucken und das vor allem unter Umständen auch noch mal politisch uns irgendwie angucken.
Es sind 20%, die nicht ausgezahlt werden, weil 75% sind eh fest vergeben. Das heißt, diese ganze Antragsklamotte, die bezieht sich nur auf 25% dieses. Und dann sind es nicht mehr 5%, die sie nicht ausgegeben haben aufgrund dieser Antragssache, sondern bei 25% sind es 20%, die sie nicht ausgegeben haben. Und das ist politisch, also das kann man mir nicht mehr erzählen, dass diese 20% also an der Vergabemethode liegen, dann wäre die Vergabemethode völlig für den Arsch, sage ich mal. Also wenn ich, ne, das schon als Punktlandung verkaufe, also muss das auf jeden Fall politisch gewollt sein und das sollte man auf jeden Fall zumindest noch mal erwähnen an der Stelle. Ne? Also dass das nicht 5, sondern 20% sind, die nicht abgeschöpft werden. Ist es eventuell so, dass das Ministerium an dieser Stelle einen von Seiten der Landesregierung anerkennenswerten Beitrag zur Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe beiträgt? Und das auf Kosten unserer Kinder. Fiese Vermutung, wenn das eine Landesregierung machen würde, die doch kein Kind zurücklassen möchte. Das auf Kosten und dem Rücken unserer Kinder, das wäre natürlich in der Tat von der Landesregierung also nicht sehr schön. Ja. Spannend bei dieser Quote, also das, was Olaf sagt, ja, also im Prinzip sind es dann halt tatsächlich 20%, die von diesen 25 Millionen, die nicht abgeführt werden. Spannend ist tatsächlich, dass die Quote immer ähnlich groß ist. Also man hatte das 2012 noch auf den, steht ja auch hier im Antrag, auf den zu spät eingereichten oder zu spät verabschiedeten Haushalt dann eben geschoben. Das war noch irgendwie einleuchtend, ne, dass man gesagt hat, okay, das ist irgendwie schwierig. Ist aber auch in den weiteren Jahren immer wieder die gleiche Thematik. Und Olaf hat es ja gerade gesagt, wir sind bislang jedes Jahr oder regelmäßig eben in Kontakt mit den entsprechenden Trägern. Olaf hatte jetzt zuletzt noch ein Gespräch hier halt eben mit Vertretern und ich sag mal, die Unterstützung unseres Anliegens ist da halt oder trifft da eben auf breite Unterstützung. Gut, vielen lieben Dank. Gibt es zu diesem Antrag weitere Fragen? Ja, der Matthias hätte eine Frage. Ich hätte noch eine Frage an Olaf und an Daniel. Die Gelder, die nicht abgerufen wurden, wurden die nicht abgerufen, weil die nicht beantragt wurden oder wurden Anträge abgelehnt? Das ist ja nochmal ein enormer Unterschied. Die Landesregierung aktiv durch Ablehnung von Anträgen Geld eingespart hat oder ob sie tatsächlich nicht beantragt wurden aufgrund der Haushaltssituation oder warum auch immer. Das ist ja nochmal ein grundlegender Unterschied, weil dann ergibt sich ja teilweise die Frage, ob die Erhöhung da notwendig wäre, wenn nämlich keine Anträge gestellt werden, muss ja erstmal eine Nachfrage da sein. Ja, wir hatten. Die Argumentation ist so, dass die Argumentation letztes Jahr war, als wir, das wird ja jedes Jahr überprüft vom Ausschuss, wie die Gelder im Kinder- und Jugendförderplan gelaufen sind. Und da war die Argumentation von Seiten der Landesregierung ganz klar die, ja, es sind Anträge wieder zurückgezogen worden, es sind Anträge, und zwar ganz einfach, der Antrag wird gestellt, dann ist das Geld blockiert. Ja? Jetzt ergibt sich doch irgendwas, dass der Antrag doch aus irgendeinem Grund nicht läuft und am Ende des Jahres ist klar, bleiben da irgendwelche Beträge übrig, von denen, wo zurückgezogen worden ist, wo dann doch die Bedingungen nicht erfüllt worden sind und war von daher plausibel. Es ist eben eine ganze Ecke mehr. Es hat zugenommen in den letzten Jahren. Und wenn du mich jetzt ehrlich fragst, ich glaube nicht, dass das, wenn ich mir das jetzt eben auf das Volumen nur noch von 25 Millionen angucke, dass die Aussagen so stimmen, dass da wirklich diese 100 Millionen wirklich irgendwann mal komplett blockiert, also die 25 Millionen irgendwann mal komplett blockiert waren. Das glaube ich nicht. Allerdings, und jetzt sind wir auch wieder bei den, oder gleichwohl die von, es wird ihnen schwierig gemacht. Es ist nicht ganz so einfach, es hat unheimlich Terminsachen. Es hat zum Beispiel die Sache damit, dass das Geld erstmal für bestimmte Bereiche zugewiesen ist, jetzt sage ich jetzt mal, für Gleichberechtigung. Jetzt wird das Geld aber nicht abgerufen, das Geld ist aber gegenseitig deckungsfähig. Also kann ich das dann auch aus dem Topf für, weiß ich nicht, für Integration nehmen. Allerdings passiert das zu spät. Träger sagen, dass das zu spät passiert, als dass die sich dann noch darauf einlassen können, das zu machen. Und die machen natürlich nicht unbedingt immer 100% genau die Angebote, die sich die Landesregierung wünscht.
muss man auch so dazu sagen. Ne? Wenn natürlich in dem einen Topf noch Geld drin ist und da jetzt gar keine Sache ist, es dauert dann einfach zu lange, bis die Gelder wieder freigegeben werden für andere Sachen. Also die Träger sagen auch ganz klar, dass die genug Anträge in der Schublade haben. Es wird aber dann auch irgendwann schwierig, wenn im Oktober gesagt wird, dass möglicherweise noch Mittel verfügbar sind, die dann tatsächlich noch für das Kalenderjahr halt eben abzurufen. Ne, das hat Olaf ja auch gerade noch dann eben angeschnitten. Es gibt ja dann eben Projekte, naja, so ein Projekt zum Beispiel dann irgendwie über noch anderthalb Monate vielleicht ja, aus dem Boden zu stampfen, ist dann irgendwann einfach schwierig. Ja, das heißt dann eben für die Träger gibt es dann in dem Moment keine Möglichkeit mehr, diesen Antrag zu stellen, zumindest nicht für dieses Kalenderjahr. Aber theoretisch sind in der Schublade halt genug. Wenn von Anfang an genug Mittel zur Verfügung stehen würden, würden die Anträge halt dementsprechend auch eingereicht werden. Weit über die 100 Millionen hinaus. Also Bedarf ist, also selbst wenn die 10 Millionen, die wir jetzt hier veranschlagen, komplett ausgegeben würden, ist immer noch ein weitaus größerer Bedarf da. Ja, also damit decken wir letzten Endes immer noch nicht den kompletten Bedarf irgendwie der Kinder- und Jugendförderung. Und das ist auch eigentlich jetzt der Grund, nicht weil letztes Mal die 5 Millionen nicht angenommen worden sind, haben wir die jetzt nochmal draufgeschlagen, sondern der wahre Grund dahinter war der, er ist seit Jahren nicht erhöht worden. Das heißt, die 5 Millionen sind einmal, damit es komplett abgerufen werden kann, damit dieser Puffer nach oben besteht, und dann nochmal 5 Millionen obendrauf, weil inflationsbereinigt, kann man sagen. Dass die Inflation, das ist nämlich schon seit sehr, sehr langer Zeit, es waren mindestens 5 oder 6 Jahre, dass hier keine Erhöhung mehr stattgefunden hat. Also 2010 ist die letzte Anpassung erfolgt. 2010 wurde also schon der gleiche Kinder- und Jugendförderplan vorgelegt, wie jetzt 2012 dann verabschiedet. Gut, vielen Dank. Fragen, Rückfragen, Diskussionsbedarf noch existent, weitergehend? Das ist offenbar nicht der Fall, da dieser Antrag heute Nachmittag beim Ausschussassistenten vorliegen muss, soll, bitte ich um Abstimmung zu diesem hier vorliegenden Antrag, Kinder- und Jugendförderplan. Wer für die Einreichung dieses Haushaltsänderungsantrags ist, bitte einmal die Handzeichen. Das ist einstimmig. Dankeschön, meine Lieben. Wir sind zwar noch nicht am Ende mit dem Einzelplan 07, sondern es geht weiter, allerdings in einem anderen Bereich. Nämlich, wir haben noch zwei Bereiche. Das ist einmal der Bereich Kulturmedien und der andere Bereich Sport. Ist so. Sport war auch ein Antrag. Eben da der Sebastian. Das machen wir dann am Ende, weil das chronologisch zumindest so ist. Bitte, Nicole, du hattest ein Zeichen gemacht. Was? Ach, eine Pause. Gut, dann machen wir das. Machen wir eine sportliche Pause. Ist jemand dagegen? Ich würde sagen 10 Minuten. Viertelstunde Pause wird beantragt. Also keiner dagegen. Viertelstunde Pause. Es geht also dann weiter um 37. Was ist das? 42. 11.42 Uhr wieder in diesem Saal. Danke, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Stream, und bis nachher. Welcome back after the break. Nach der Pause, auch wenn wir noch nicht ganz, wo sind wir denn vollzählig? Beschlussfähig, 2, 4, 6, 8, 9, nee, sind wir nicht. Oder? Warte mal. 2, 4, 6, 8, 10, doch, sind wir. 10. Wir sind erneut beschlussfähig. Die anderen sind wahrscheinlich noch dabei, irgendwas von der Kaffeebar zu holen. Und ich denke, dass wir fortsetzen können und kommen damit nochmal zurück zum Einzelplan 07, zum Bereich Medien und Kultur. Da haben wir einen ganzen Haufen Anträge, ganz, ganz viele. Und ich denke oder hoffe doch zumindest, dass der Lukas dazu das ein oder andere sagen möchte, sofern, ja,
oder L oder nö, du. Ne? Bitte, Lukas. Dietmar, ich hoffe, das ist okay für dich, wenn wir die Anträge und die Verpflichtungsermäßigung zum Grobthema digitale Archivierung zusammenfassen. Das ist absolut okay. Denn die Anträge sind ja, liegen ja allen vor, mit der Bitte, sie freundlicherweise zu lesen, sodass also wir auf eine Einzelvorstellung sicherlich an der Stelle verzichten können und bitte dich dann gerne um zusammenfassende Vorstellung, gerade für den Bereich, den du gerade angesprochen hast. Konkret geht es um die Seite 26 bis erstmal 29 der euch vorliegenden Totholz-Sammlung. Es ist so, ich habe ja in den letzten Jahren mich, glaube ich, mit zwei Gesetzgebungsverfahren aus diesem Archiv beschäftigt, nämlich das Pflichtexemplargesetz und das Landesarchivgesetz NRW sowie unseren eigenen Antrag dazu. Insgesamt habe ich jetzt drei Expertenanhörungen zu diesem Themengebiet hinter mir. Das ist jetzt digitale Archivierung an sich kein Thema, wo irgendwie man sagen würde, hey, super interessant, aber es ist da und es ist unglaublich wichtig, denn wir haben in NRW neben Bibliotheken, Museen, Archiven und Dokumentationszentren und Städten Einrichtungen, bei denen nicht nur Kulturgut, Archivgut anfällt, sondern auch bewahrt, verwahrt, archiviert und digitalisiert werden muss. Das bringt halt eben diese Digitalisierung mit sich. Und die vorliegenden Haushaltsänderungsanträge spielen halt eben genau diesen Bereich der Ausweitung, der digitalen Archivierung, der Unterstützung des Langzeitprojektes Digitales Archiv NRW und da halt auch eben Schwerpunkt Digitalisierung. Das bedeutet nicht nur, dass vorhandenes analoges Kulturgut, das müssen nicht immer Schriftstücke sein, digitalisiert werden sollte, sondern natürlich nach der Digitalisierung auch ganz im Piratensinne eine Zurverfügungstellung für Bürger, für Menschen, für Interessierte, für die Forschung und Wissenschaft. Und das sind eben die Intention hinter diesen Anträgen, eben diese Bemühungen finanziell zu unterstützen und mit Hilfe der Verpflichtungsermächtigung da auch eine Langzeitplanbarkeit zumindest für die nächsten Jahre herzustellen. Genau, das sind halt eben die Seiten 26 bis 29. Das wäre das Erste. Jo, danke Lukas. Bis hierhin. Gibt es dazu Fragen? Ja, der Grumpy hat eine Frage. Jo, danke. Lukas, eine Frage habe ich zu Seite 29. Sonstige Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände 2015 von 0 auf 3 Millionen. Ich habe jetzt den alten Plan nicht parat. Ist das ein komplett neuer Posten? Oder ist der nur vorher auf 0 gesetzt gewesen? Wenn du auf 28 gehst, dann hast du da halt. Alles klar. Also einmal. Ja, jetzt habe ich es schon. Die 1 Million und dann einmal bis 2018. Das hängt damit zusammen, dass auch in den Kommunen oder vor allem in den Kommunen Archivgut anfällt. Und das ist ein Riesenproblem, denn das fällt mit verschiedenen Formaten raus. Die Kommunen arbeiten nicht einheitlich, die einzelnen kommunalen Archive arbeiten nicht einheitlich und da braucht es Mechanismen und Strukturen, um da eine einheitliche Vorgehensweise vorzugeben, zu erproben, zu etablieren, um eben auch das, was in den Kommunen passiert. Und momentan ist davon auszugehen, dass vieles davon, was rein digital anfällt, einfach nicht gesichert werden kann. Es wird quasi generiert und verfällt dann. Es wird nicht der Nachwelt gesichert, weil eben die Strukturen und die Mittel dazu fehlen. Und das ist auch eben die Intention hinter diesem Antrag. Weitere Fragen zu dem Themenkomplex Langzeitarchivierung oder Langzeitprojektarchivierung ist offensichtlich nicht der Fall. Lukas, an dich die Frage, wie sieht das aus mit Ausschussbefassungen? Haben wir da vor Freitag etwas? Rumpy?
Heute ist ja lustige Sitzung des Ausschusses für Kultur und Medien. Da steht allerdings nur der Rundfunkänderung Staatsvertrag mit dem Landesmediengesetz auf der TO. Das ist nur eine Verfahrensabsprache, dauert 10 genau. Minuten. Wenn ich das richtig sehe, ist das aber für diese Woche nicht angesetzt. Gut, dann brauchen wir darüber heute nicht abzustimmen, sondern tun dieses am Freitag. Und möchtest du dann auch für die dann Kulturanträge, weitergehenden Kulturanträge einmal kurz vortragen? Das ist dann ab Seite 30 im Kompendium, 30 und 31, 32, 33. Ja, da geht es insgesamt um Kunst, Kunstankäufe etc. Möchtest du da auch en bloc zu vortragen, zu dem Gesamtkomplex der nächsten Anträge? Oder möchtest du das differenzieren nochmal? Kann ich machen. Mache ich en bloc. Okay. Seite 30 und Seite 31 gehören auch zusammen. Auch da gibt es eine Verpflichtungsermächtigung. Es geht um 3 Millionen Euro der Kunst- und Kulturförderung und der kulturellen Bildung. Das ist, jetzt bin ich mir gerade unsicher, wenn mich nicht alles täuscht, geht es da halt um den Betrag, der zur Kunst am Bau gehört. Der wurde gestrichen, sprich öffentliche Gebäude, die gebaut werden in öffentlicher Hand, dann gibt es ein Budget, um halt auch eben Kunst darin zu anzubringen, zu befestigen, davor zu stellen, wie auch immer. Dieses Geld wurde gestrichen, das ist ja schade, weil für gewöhnlich kamen diese Mittel insbesondere Künstlern, Jugendkünstlern aus NRW zugute, die halt entsprechend so unterstützt worden sind. Und da führen wir einfach wieder einen Status quo herbei. Dann haben wir Ankauf von Kunstwerken für die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Dann geht es um 800.000 Euro, auch bis 2018 eine Verpflichtungsermächtigung. Auch hier ist es so, die Kunstsammlung NRW hat in Vergangenheit eben diese 800.000 Euro zur Verfügung gehabt, um ganz besonders junge Künstler neue Kunst, neue Formen der Kunst zu unterstützen mit diesem Geld, diese Werke von denen anzukaufen. Und auch da führen wir einen Status quo herbei, indem wir das wieder einführen möchten. Gut, danke für die kurze und knappe Benühe. Vorstellungen, Fragen dazu. Der Matthias. Ich habe eine Frage zum Antrag auf Seite 32. Können wir den Ansatz nicht um eine größere Summe erhöhen, um die gerade in Rede stehende Kunstsammlung vom WDR aufzukaufen für 3 Millionen? Ja, nee, meine ich jetzt total ernst. Wir stehen im laufenden Haushalt 2015 mindestens 20 Millionen Euro aus dem Verkauf der Warhol-Bilder zur Verfügung. Ich meine es jetzt total ernst, dass man sich darum bemüht, sowohl die Bilder vom WDR, die jetzt in der Diskussion stehen, die aktuell noch mit 3 Millionen bewertet sind, kein Mensch glaubt, dass das die 3 Millionen sind, aber jetzt könnte man sie vorführen an der Stelle, und auch noch die restlichen Werke, die sich entweder bei der NRW-Bank oder bei der Portigon befinden, um die es ja sozusagen auch recht schlecht steht, beziehungsweise die sämtlichen Werke, die sich zusätzlich noch im Besitz der Westspiel GmbH befinden, in die Kunstsammlung NRW zu überführen. Also das ist jetzt total ernst gemeint, weil hier A, Gelder zur Verfügung stehen aus dieser besagten Debatte, das ist jetzt nun mal Fakt, und die jetzt zu investieren, damit das nicht wieder geschieht, wäre, glaube ich, sinnvoll, politisch vertretbar und an der Stelle wahrscheinlich sogar auch angebracht. Danke für einen guten Einwurf, würde ich dann halt auch bis Freitag klären und eventuell halt auch einen Entwurf nachreichen. Zu der Kunst beim WDR sei gesagt, diese Information ist jetzt nach draußen gelangt. Ich bin noch nicht genug eingearbeitet darin, dass mir die Eigentumsverhältnisse und die genauen Folgen daraus klar sind. Es ist so, es geht teilweise um Kunst, die dann mal ein Intendant geschenkt bekommen hat. Was da hängt, da sind also tatsächlich die Eigentumsverhältnisse noch nicht eindeutig geklärt, zumindest bei einem Teil dieser Bilder. Und da müssen wir also noch ein bisschen Hintergrundarbeit reinstecken, dass wir das eventuell auch im Haushalt abbilden können. Gut, diese Initiative wird aufgegriffen und nochmal näher beleuchtet. Gibt es zum Bereich Kunst/Kultur
zu den hier vorliegenden Anträgen aus dem Kreise der Fraktion Nachfragen? Das ist nicht der Fall. Ich gehe davon aus, Lukas, dass auch hier noch zugewartet werden kann, was die Abstimmung angeht, sodass wir das dann mit am Freitag ins Mumble nehmen. An dieser Stelle nochmal der Hinweis an die Zuschauerinnen und Zuschauer im Stream. Am Freitag ab 19 Uhr auf dem NRW-Server, Mumble-Server, Antragsmumble der Piratenfraktion im Landtag NRW. Alle sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Kommen wir damit wiederum nochmal zum Einzelplan 7. An dieser Stelle Sachhaushalt, Personalhaushalt aus der Sektion, aus dem Ressort Sport. Sport, und für den Sport wäre an dieser Stelle zuständig, Referent oder Lukas? Okay, Lukas will machen, assistiert von... Ja, ich mache einfach mal, Sebastian ist hier, falls Fachanfragen, Nachfragen kommen sollten. Ihr habt ja sicherlich mitbekommen, es gibt diesen fraktionsübergreifenden gemeinsamen Antrag Inklusion im Sport voranbringen, war Bestandteil der letzten Plenarsitzung, er wurde angenommen, er ist allerdings in keinster Weise im Haushalt abgebildet. Wir Piraten denken uns, okay, wenn wir schon mit allen Fraktionen über ein Jahr lang an so einem Antrag arbeiten und auch viele große Worte verlieren und uns alle auf die Schulter klopfen, dann können wir auch wirklich ernst machen und sagen, hey, diese Maßnahmen, die dort vorgeschlagen werden, die setzen wir auch wirklich um und dafür brauchen wir Geld. Und eben dazu ist halt dieser Haushaltsänderungsantrag, um diese Maßnahmen aus dem gemeinsamen Antrag Inklusion im Sport umzusetzen. Das habe ich auch schon so angekündigt, dass wir so einen Antrag uns vorbehalten im Sportausschuss. Und auch gesagt, dass ich sehr gespannt darauf bin, ob wir es wirklich da ernst meinen. Habe dafür natürlich sehr interessante Blicke geerntet, insbesondere von den sportpolitischen Sprechern von SPD und Grüne. Ich würde mich freuen, wenn wir ihn annehmen und mal gucken, inwieweit wir es wirklich mit der Inklusion da ernst meinen. Ja, feiner Antrag. Kann ich nur so befürworten. Sebastian, hättest du eventuell noch eine Ergänzung gegenüber dem zu machen? Also Lukas hat das Treffen zusammengefasst und dem kann man eigentlich nichts hinzufügen. Also die 5 Millionen, die sind Pi mal Daumen angesetzt, ungefähr 1 Million pro Maßnahme. Aber das soll auch keine abschließende sozusagen Ansetzung sein. Vielleicht kann man noch einen Satz ergänzen, weil du die Sprecher von SPD Grüne angesprochen hast. Die haben in Aussicht gestellt, dass in Zukunft das im Haushalt abgebildet werden soll. Ja, das ist ja, machen wir ja. Genau. Ist ja Zukunft. 2015 genau. Ist Zukunft und von daher, wir bilden das jetzt schon mal ab, nicht? Wenn die anderen ein bisschen länger brauchen. Vielleicht schaffen wir das ja bis Mitte Dezember, da einen Konsens zu finden innerhalb der Regierungskoalition. Das wäre natürlich wunderbar. Frage an der... Daniel hat noch. Ich will auch noch ergänzen. Eine Frage. Ich habe eine Frage an die Vertreter im Sportausschuss. Nein. Ich möchte einfach eure Sensibilität für diesen Antrag gewinnen. Denn der ist halt wirklich tatsächlich richtig spannend. Wir machen nämlich aus einem Schaufenster-Politikantrag, den wir hier gemeinsam mit allen 5 Fraktionen tragen, halt was Griffiges. Wir hinterlegen den mit Kohle. Wenn jetzt der nicht zu erwartende Fall eintritt, dass die anderen Fraktionen da doch kein Geld irgendwie zur Verfügung stellen, dann wäre das irgendwie einigermaßen skandalös. Und sicherlich, wir sollten da ganz, ganz stark empört sein. Und ich möchte einfach jetzt da schon mal darauf hinweisen, das wird ganz sicher spannend, wenn wir eben zu dem Einzelbereich oder wenn Lukas zum Einzelbereich Sport dann eben redet. Also eure Sensibilität, da vielleicht dann tatsächlich auch vor Ort zu sein, auch wenn es nur um den Sportbereich dann tatsächlich geht. Aber es ist ein tatsächlich wichtiges Thema, es geht um Inklusion. Auch an Joachim oder Dietmar schon mal der Hinweis für die dritte Lesung, was dann die Rede angeht.
könnte das vielleicht auch nochmal ein Thema sein, was da mit aufgegriffen wird, weil da geht es halt eben um dieses, nicht nur irgendwie Politik des schönen Willens irgendwie zu machen, sondern tatsächlich, wie Dietmar es gerade gesagt hat, das mit konkreten Zahlen zu hinterlegen und auch Kohle in die Hand zu nehmen und auszugeben dafür. Alles andere macht gerade bei dem Antrag überhaupt keinen Sinn, weil da entstehen definitiv einfach Kosten, wenn das umgesetzt wird, was in dem verabschiedeten politischen Antrag steht. Ja, die einen reden über Inklusion, Piraten machen Inklusion. Sehr gut, ja, wunderbar zusammengefasst. Ja, die einen labern, die anderen machen. Jo. Frage, jetzt oder Freitag? Nein, ich meine wegen der Abstimmung, weil wir ja gesagt haben, was die... Okay, alles klar, gut. Allen für die Vorstellung des Antrags. Gut, damit hätten wir quasi Einzelplan 7 erledigt und kommen nunmehr zum Einzelplan 10. Das ist... Jo, wunderbar, ja, also, nee, nicht schön. Übrigens auch alles Gute an diejenigen, die da geschädigt worden sind, gesundheitlich. Nun kommen wir also zum Einzelplan 10, sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland, Maßnahmen der Landschaftspflege zur Optimierung der bestehenden Schutzgebiete, Schaffung von neuen Grünbrücken. Wer möchte denn dazu vortragen? Die Simone, bitteschön. Ja, vielen Dank, Dietmar. Grünbrücken sind für die Biotopverbünde äußerst wichtig. Das sind diese, ihr wisst alle, was Grünbrücken sind. Das ist zur Überquerung von Autobahnen oder anderen großen Straßen, sodass Rehe oder Hirsche da gefahrlos und anderes Getier gefahrlos das überqueren können. Das ist, fördert natürlich auch die... Nein, da gibt es keine grünen Ampel. Es ist eine Brücke, es ist keine Kreuzung. So. Und es sieht aktuell so aus, dass auch die Leute im Ministerium, auch der Minister, es sehr begrüßt, wenn es mehr Grünbrücken gibt. Wir haben uns das mal angeschaut. Es gibt aktuell 9 Grünbrücken in NRW. 9 sind in Planung. Und da haben wir gesagt, okay, dann legen wir noch eins drauf und fordern das Geld für 9 weitere Grünbrücken. Das sind 4,5 Millionen Euro, weil eine nämlich 500.000 Euro kostet. Heißt dann insgesamt 27, ja, oder wie? Nee, 4,5 Millionen. Nee, 27 Brücken. Also, wenn du sagst 9 Gibbet, 9... Genau, dann sind es dann 27 Brücken. Ja, okay. Genau. Fragen zu den Grünbrücken. Also jetzt nicht, welches Wild da konkret drüber latscht. Ne? Also ja, könnte ja auch sein, dass die eine oder andere Kröte das Ding nutzt. Das will ich nicht ausschließen an der Stelle. Lurche, Kröten, was weiß ich, alles geht um die Grünbrücken. Und natürlich Simone, um die einzuweihen, ist klar. Ja, klar. Ja, logisch. Fragen? Nicht. Notwendigkeit der Abstimmung heute? Wir brauchen das, wir brauchen das noch nicht morgen für den Ausschuss, ne? Weil wir machen keine Einzelpläne im Ausschuss. Alles klar. Nee, brauchen wir noch nicht. Gut, wunderbar. Dann können wir den Punkt Einzelplan 10 an der Stelle als erledigt betrachten und kommen nunmehr zum Einzelplan 11 und sehe hier den Antrag Zuschüsse Landes zur Fortführung der Schulsozialarbeit. Ich möchte wetten darauf, dass dazu der Olaf was sagen möchte. Oder wer? Schulsozialarbeit. Ja, Schulsozialarbeit, im Prinzip auch der gleiche Antrag wie letztes Jahr. Letztes Jahr hat er sich dadurch ein wenig erledigt, weil es ja noch einen Trick gab von der Landesregierung, dass die Schulsozialarbeit ein Jahr lang länger finanziert werden kann. Der funktioniert jetzt nicht mehr, weil das waren nicht ausgegebene Mittel von den Kommunen aus den Jahren 2011 bzw. 2012.
Die haben sie natürlich jetzt nicht mehr zur Verfügung. Einige Kommunen haben die Schulsozialarbeit zwar jetzt schon auf eigene Kappe genommen, aber das können sich natürlich nicht alle Kommunen leisten. Und somit steht erstmal der Antrag wieder ganz normal da, wie letztes Jahr, dass man genau 100 Millionen, ein paar Euro mehr, das ist auch wieder Inflationsausgleich. Das heißt, es wäre der genaue Ist-Zustand, würde sich damit halten. Das ist immer noch zu wenig, aber wenn man da noch mehr hinschreiben, das wäre so wahrscheinlich, da würde man so wahrscheinlich ausgelacht werden. Danke, Olaf. Jemand Fragen zum Thema Schulsozialarbeit? Das Thema ist allen so präsent, dass sich keine Fragen ergeben, wie es aussieht. Ich möchte das noch, mit der Frage natürlich begleiten, brauchen wir das heute oder reicht es am Freitag? Das reicht am Freitag. Wunderbar. Im AGS ist es genauso, es werden keine Anträge, es wird der Haushalt gar nicht mal im AGS besprochen. Alles klar, wunderbar. Das eröffnet natürlich die Möglichkeit der Diskussion, der Debatte im Ausschuss, im HFA, der dann nächste Woche stattfindet. Und da freue ich mich jetzt schon drauf, weil die Regierung saft- und kraftlos es offenbar nicht geschafft hat, entsprechende Mittel im Bund locker zu machen, um dieses Thema hier ordentlich zu bestücken in Nordrhein-Westfalen. Sei es drum, geht's weiter. Wiederum Einzelplan 11. Das ist, wie es aussieht, etwas Integratives. Und da denke ich, dass zum Antrag Maßnahmen zur Sensibilisierung der Aufnahmegesellschaften, Förderung von Sprachkursen, die Simone wieder was sagen möchte. Ja, es sieht so aus, dass der Haushalt zur Integration nach wie vor der kleinste Haushalt hier in NRW ist. Wir haben Bekenntnisse von der Kanzlerin und eigentlich von fast jedem, der mit dem Thema zu tun hat, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Das heißt, wir müssen diesem Paradigmenwechsel auch nicht nur in Worten, sondern dann müssen auch Taten folgen. Und wenn wir sehen, dass da draußen die Nazis marschieren, dass wir dieses Jahr doppelt so viele Anschläge auf Asylbewerberheime haben wie in den beiden Jahren zuvor insgesamt, dann heißt es, wir müssen nicht nur in dem Bereich Flüchtlinge und bei den Leuten, die zu uns kommen, was tun, sondern wir müssen die Aufnahmegesellschaft sensibilisieren. Wir müssen die Leute hier abholen, dass sie die Bereitschaft haben, zu akzeptieren, dass wir ein Einwanderungsland sind und entsprechend den Leuten so begegnen. Und dazu sagen wir, wir wollen den Integrationshaushalt verdoppeln, nämlich von knapp 29 Millionen dann auf um 30 Millionen erhöhen. Und die Themen sind dann eben Sachen, die jetzt nicht die Migranten betreffen, sondern die Aufnahmegesellschaft betrifft. Nämlich in den Unterpunkten die Intensivierung des interkulturellen Dialogs, die interkulturelle Öffnung, Integration durch gesellschaftliche Teilhabe und die Unterstützung beim Spracherwerb, wo ganz explizit jetzt nicht die Deutschkurse gemeint sind, weil das ist Bundesebene, sondern es geht um die allerersten Hilfen der Leute vor Ort in den Heimen, wenn die bei uns ankommen. Ja, kurz und knapp, vielen Dank, Simone. Im Übrigen verweise ich auf die ausführliche Begründung hinsichtlich der Einzelbestandteile, die mit dem Antrag materiell verbunden sind, auf den Seiten 38, 39 und 40. Gehe davon aus, dass ähnlich natürlich da hier AGS und Integration der Antrag nicht im Ausschuss behandelt werden wird, sondern ins Plenum eingebracht wird, in dem Bereich der zweiten Lesung zum Haushalt 2015, kann dementsprechend darauf verweisen, dass wir das hier nicht abstimmen müssen und darf verkünden, dass wir, was unsere Haushaltsänderungsanträge angeht, wir durch sind, es sei denn, es ploppt jetzt plötzlich noch irgendwo aus irgendeiner Ecke etwas auf. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Gibt es noch allgemeine Fragen an dieser Stelle bis hierhin zu den bisher behandelten Haushaltsänderungsanträgen? Das ist auch nicht der Fall. Dann können wir damit den Tagesordnungspunkt 3 verlassen. Anträge fürs nächste Plenum an dieser Stelle. Und danke euch herzlich für die Beteiligung, Vorstellung. Ja, allen danke ich dafür. Ihr bitte das nochmal als Reminder aufzufassen, Jens, dann im Zusammenhang mit Schule, Bildung, Johannes, Monika, die leider Gottes heute nicht hier sein kann, das nochmal aufzugreifen, was bitte? Nein, heute leider nicht hier sein kann.
Nee, auch heute ist er natürlich selbstverständlich, Gott sei Dank nicht tot. Ja, bitte ich, alle Leute, mein Gott, was für eine morbide Wendung der Sitzung. Lasst es uns einfach dabei belassen. Kommen wir zum Top 4. Umlaufbeschlüsse haben wir vorgefunden, keine, die vakant wären, über die es hier noch im Moment zu debattieren gelte. Damit wäre der Top 4 an dieser Stelle zu verlassen. Es sei denn, es gibt eine Ankündigung eines Umlaufbeschlusses für heute. Nein, gibt es auch nicht. Gucke ins Rund. Nein. Dementsprechend kommen wir zu Top 5 nach Besprechung des letzten Plenums. Dazu bitte ich gerne um, da wir jetzt nichts thematisch einfach ja, vorgesehen haben, um Wortmeldungen, falls gewünscht. Den Slot hatten wir einfach aufgenommen, auch unter anderem, weil ich das mal angeregt habe, andere auch, Kai war auch, glaube ich, dabei, der gesagt hat, hey, komm, lass uns ruhig mal einmal über das letzte Plenum reden. Gibt es Wortmeldungen zur Plenarsitzung? Okay, Kai, bitteschön, du hast das Wort. Ja, ich habe eigentlich erstmal nur eine Frage. Ich wüsste gerne, warum das Abstimmungstool nicht mehr in der Breite genutzt wird, in der es mal genutzt wurde. Der Toso? Bei mir ist das sehr einfach. Nachdem ich in irgendeinem Plenum mal ein paar Abstimmungen da eingetragen hatte, habe ich hinterher festgestellt, dass sie wieder geändert worden sind. Das fand ich doof. Dann habe ich nachgefragt, warum das möglich ist. Da hat man mir dann gesagt, ja, das kann jeder, der angemeldet ist, die Abstimmung des anderen wieder korrigieren. Und da habe ich dann gesagt, gut, bis das behoben ist, brauche ich das nicht mehr. Danke. Als nächstes Mal, da ich ja so ein Stück weit dafür mitverantwortlich bin, wüsste ich gerne, warum ich von dieser Information, also diese Information nicht habe. Zum Zweiten, Dänebord, bei dir ist es nicht genauso. Du hast mir im letzten Plenum gesagt, ich benutze das ja schon lange nicht mehr. Ich wusste gar nicht, dass es funktioniert. Ja, genau, das ist der Grund. Und du weißt das auch, das ist nämlich in die Mailingliste gegangen. Du kannst auch warten, bis du dran bist, Dänebord. Du kriegst dann jederzeit das Wort, wenn du das Wort wünschst. Zum Dritten ist mir tatsächlich nicht bekannt, dass es innerhalb des Abstimmungstools möglich wäre, was schon immer möglich war, dass halt im Redmine das geändert wurde. Und dann ist es aber auch protokolliert, wer es geändert hat. Ja, aber dann können wir den ganzen Scheiß sein lassen. Also nicht nur da, sondern überall. Lasst es uns bitte freundlicherweise nicht emotionalisieren. Wir reden hier über ein Tool, hoffentlich doch sachlich ab. Ja, ich weiß, ich hätte das besser nicht gesagt. Jetzt ist der Joachim jedenfalls dran. Ja, also ich benutze das immer, wenn möglich. Das heißt, wenn ich tatsächlich zu der Abstimmung auch im Raum bin. Ansonsten bin ich, das mache auch vielleicht daran liegen, dass ich eh dann Steinzeit-ITler bin, weil auf meinem Pad mich das nervt und ich weiß nicht, wie das bei anderen ist. Den Key da irgendwie eingeben, das bereite ich immer vor der Sitzung vor und auch alles prima, also diesen neuen irgendwie automatisch erzeugten irgendwas. Und wenn ich dann irgendwie eine Abstimmung gemacht habe, wird die Seite neu geladen und ich muss dann wieder runterrollern und runterwischen, um das nächste zu finden. Das finde ich manchmal ein bisschen nervig. Also es ist, was die Usability angeht, noch nicht die Creme de la Creme. Aber ich hatte, glaube ich, auch mit Gerrit mal darüber geredet, ob man das ändern könne, dass auch wieder dahin rollert, wo man gewesen ist. Ansonsten, wie gesagt, also ich will das gerne nutzen, aber es könnte von der Usability etwas besser sein. Okay, Hans-Jörg, ich habe persönlich deinen Einwurf nicht verstanden. Wenn du bitte freundlicherweise das nochmal wiederholen möchtest, was du also ich habe damit das ähnliche Problem wie Toso auch. Jeder, der angemeldet ist, kann da bei allen was ändern. Da habe ich keine Lust zu. Das kann, ich stelle auch niemandem hier, dass er bösartig irgendwas ändert, sondern dass man sich aus Versehen verklickt. Das kann relativ einfach passieren beim Anmelden schon. Das ist mir nämlich auch schon mal passiert, dass ich da plötzlich irgendwo anders drin war, wo ich eigentlich gar nicht sein wollte, das aber noch rechtzeitig gemerkt habe. Das Tool ist irgendwie in der Form nicht ausgereift. Und ich möchte kein nicht ausgereiftes Tool benutzen. Ich bin sicher, dass dieses Problem von Toso und auch von anderen schon mal über unsere Mailingliste geschickt wurde, dass Toso sich mit genau diesem Problem schon vor Monaten gemeldet hat und damit auch begründet hat, dass er das Tool nicht benutzen will. Daran kann ich mich erinnern. Also wenn du hier sagst, dass du davon nichts weißt, dann ist dir das irgendwie, ich
weiß nicht warum, entfallen oder durch die Lappen gegangen damals. Ja, das war's. Danke, Hans-Jörg, der Grumpy und dann der Kai. Danke, um hier jetzt mal ein bisschen wieder die, der Versuch, die Entspannung reinzubringen. Es gibt keine perfekten Tools, das wissen wir alle. Wir können zusehen, dass wir das momentan, dass die momentane Version halt weiterentwickelt wird. Ja, es gibt bestimmte Vor- und Nachteile. Ich finde es nach wie vor eine gute Sache. Es macht unsere Arbeit transparenter, weil wir hier keine sozusagen optische Anzeige einer Abstimmungshilfe haben. Es hilft uns bei der Dokumentation. Was mögliche aus Versehen nachträglich modifizierte oder geänderte, durch irgendwie einen Fehler verursachte Änderungen von Abstimmungsergebnissen da geschehen sein könnte, können wir ja mal wirklich nachgucken. Wir können es auch bei der IT wieder in der Priorisierung weiter nach vorne oder nach oben setzen. Bitte aber dabei zu bedenken, dass wir noch einige andere Projekte in der Pipeline haben. Von daher bitte ich noch um entsprechende Nachsicht. Aber ich selber war jetzt ganz irritiert, denn ich muss zugeben, dass auch ich die Diskussion Danebot damals offensichtlich nicht entsprechend wahrgenommen habe. Ich, ja, Kai, dann bist du, ja. Wärst du noch ran und dann Daniel. Okay, also zum einen, ich hab das Pad jetzt gerade nicht hier, aber es gibt von Anfang an ein Pad dazu, da bitte einzutragen. Das liefere ich gleich nach auf der Liste, wo die Probleme liegen. Das war, ging ja um eine Evaluierung dessen und es geht auch darum, die Probleme dort einzutragen, weil der Ansgar seit geraumer Zeit an einer neuen Version dieser Abstimmungsseite sitzt. Das heißt, wenn die Probleme vorhanden sind, dann gehören die bitte genau in dieses Pad. Wie gesagt, ich oder der Ansgar schicken das gleich noch rum. Und da ist dann zum Beispiel auch die Usability dabei. Hat der Joachim nämlich absolut recht. Es ist wirklich nervig, dass man das immer wieder runterscrollen muss. Wenn man abgestimmt hat, sollte ein Anker sitzen und dann sollte man im Prinzip an der gleichen Stelle wieder rauskommen. Es war jetzt auch kein technisch großer Aufwand. Das Problem ist halt nur, dass das Tool, was der Ansgar da baut, deutlich umfangreicher geworden ist, als wir es ursprünglich angedacht haben. Deswegen dauert das noch einen Moment. Mein Problem ist aber, dass wir eigentlich einen Beschluss haben, dass wir das benutzen. Den werden wir wahrscheinlich in irgendeinem Protokoll versteckt haben und nicht im Redmine. Aber sei es drum. Okay, Daniel. Ja. Hab dich. Ja, lasst uns bitte nicht drüber streiten, ob jetzt, wann das jetzt irgendjemand gesagt hat oder nicht gesagt hat. Lasst uns das zur Kenntnis nehmen, was Kai gesagt hat. Die Teilnahme an diesem Abstimmungstool ist miserabel. Ich habe selber letzte Plenarwoche auch, zumindest ich glaube am zweiten Tag, irgendwie vergessen. Ne? Ist einfach, weiß ich nicht, passiert eben einfach. Daran müssen wir halt tatsächlich alle arbeiten, weil das eine gute Sache ist, mit der wir uns eigentlich auch nach außen irgendwo ein bisschen darstellen können. Wir haben ja eigentlich auch mal vorgehabt, das irgendwie auch vernünftig zu visualisieren und so weiter und so fort. Das sind alles Beschlüsse, die wir gefasst haben und es wäre halt schön, wenn wir es irgendwie künftig haben. Und auch mein Appell dann nochmal, dann lasst uns das bitte nochmal aufgreifen, eintragen, die Dinge, die dann wirklich irgendwie nerven. Mich nervt das auch mit diesem API-Key. Und irgendwie ist das dann plötzlich wieder weg und du musst nochmal den API-Key raussuchen und dafür muss ich mich erst ins Redmine, aber das wisst ihr alle selber. Lass uns das in dieses Pad halt eintragen, Kai schickt das gleich nochmal rum und dann tatsächlich irgendwie gucken, dass wir das hinkriegen. Und dann, wenn dann irgendwie eine neue Version ist, dann sollten wir tatsächlich auch gucken, dass wir es alle benutzen. Also dann mangelt es bei mir auch so ein bisschen mit Verständnis, wenn dann einige das vielleicht nicht mehr benutzen wollen. Oder wir sollten halt drüber reden. Danke, Daniel. Grumpy und der Nico danach. Ja, danke, Daniel, für die Einwände. Das ist nochmal ein schöner Hinweis. Kai, sollen wir uns einfach nur ganz kurz im Laufe des Nachmittags mal, ich weiß nicht, je nachdem, was wir noch für Sitzungen haben, also ich mache kurz Personalausschuss, späten Nachmittag einfach mal so, dass wir uns da kurz zusammensetzen. Ja, komm kurz in meinem Büro, das ist ja Ansgar auch, der weiß nämlich relativ gut Bescheid. Wunderbar. Nico und dann der
Michel, herzlich willkommen. Ich hoffe, du hast den WDR gerettet. Nö. Ich habe versucht. Sehr schön. Danke, Dietmar. Ja, wir können hier Beschlüsse fassen, dass wir Tools benutzen, schön und gut. Nur stellt sich halt raus, wenn die nicht anwendbar sind, dann werden sie nicht angewendet. Und da hat halt jeder so seinen eigenen Maßstab. Dann ist für den IT-Freak ist die Sache ausgereift und total benutzerfreundlich und für andere eben nicht. Und dann hilft es dann an der Stelle auch nicht, noch besondere Hürden einzubauen oder festzulegen, dass es einem verwehrt ist, nachträglich sein Abstimmungsverhalten noch zu dokumentieren, um eben das herzustellen, was Herr Daniel gerade eingefordert hat und uns daran erinnert hat, vollkommen zu Recht, eben aus dem Gedanken, ja, ja, aber hey, wenn du halt in der Sitzung keine Zeit hattest und mit anderen Aufgaben beschäftigt war und keinen Bock hattest, 30 Kilometer runter zu scrollen, dann kannst du es aber auch nicht um 22.45 Uhr an dem Abend noch machen, weil dann das Ding deaktiviert wurde, weil das soll ja nachher nicht irgendwie noch rumgefuscht und manipuliert werden, aber ein anderer kann mein Abstimmungsverhalten zu einem früheren Zeitpunkt manipulieren. Also das sind so alles Sachen, da bin ich dann auch irgendwann ausgestiegen. Die sind auch schon mitgeteilt worden, auch vielleicht nicht an der richtigen Stelle, am richtigen Ort. Aber das hat eben, jeder hat wahrscheinlich seinen persönlichen Grund, warum er diese Checkboxen da nicht ausfüllt. Michel. Hallo. Hallo, Michel. Auch wenn ich die Diskussion erst ab der sechsten Zeile oder so jetzt mitbekommen habe, bin ich hier schon von der Seite angeraunzt worden, dass das dieser riesige Aufstand wäre, weil ich hinterher Abstimmungsergebnisse geändert hätte. Das ist erstens ewig lange her, zweitens geht das schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Und das wurde in der Sitzung, das wurde geändert, nachdem ich das gemacht habe. Und es wurde in der Sitzung dokumentiert, beziehungsweise hier kommentiert, nach der Änderung dieser Abstimmungsergebnisse, die übrigens keine Abstimmungsergebnisse waren, weil ihr habt gar nichts abgestimmt, aber sei es drum. Mein größeres Problem ist, wenn wir alle so ein Problem mit diesem Tool haben, dann müssen wir jemanden da dran setzen und sei es Ansgar und sei es, dass er die Mittel und Wege dafür bekommt, dass diese Änderungen durchgeführt werden. Was mich ein bisschen verwundert ist, dass dann jetzt die Leute sitzen, die sagen, ich benutze das Tool nicht, weil die Usability ist scheiße. Man muss immer runterscrollen, man muss den API-Key immer eingeben. Ich weiß, und das wurde auch schon mal kommuniziert, dass Ansgar an einem Nachfolger arbeitet. Ich habe den auch schon mal gesehen, der ist auch schon wesentlich besser, aber der Ansgar ist eben persönlicher Mitarbeiter von Kai und kein Fraktionsmitarbeiter. Und wenn man wirklich so ein Abstimmungstool möchte, wo man auch im Nachhinein seine Abstimmung noch eintragen kann und so weiter, dann muss die Fraktion auch mal in die Hand nehmen, dass dieses Ding zu Ende gebaut wird. Und da frage ich mich so ein bisschen, warum diese Diskussion da jetzt auf dem Rücken von Ansgar geführt wird, nach dem Motto, das Ding ist blöd, deswegen benutzen wir das nicht. Ja, da hat jemand eine freiwillige Leistung gebracht, da wird jetzt dran gemeckert, aber diese freiwillige Leistung wird auch nicht aufgegriffen und von uns einfach so entwickelt, wie wir das gerne hätten. Und das ist der Punkt, der mich so ein bisschen an der Diskussion stört. Zudem, dass da Informationen stehen, die so einfach nicht mehr richtig sind. So, jetzt hatte ich zwischendurch mich im Geiste auch einmal gemeldet. Der Kai hat eben einen sehr konzilianten Vorschlag gemacht, weil da sowieso schon was in Arbeit ist. Ich denke, das sollten wir erstmal dankend zur Kenntnis nehmen. Michel, dich hat hier keiner irgendwie angeschuldigt oder so, was getan zu haben, was du gleich, nö, auch nicht, also sei es drum. Wir bauen übrigens gerade Türmchen. Ich denke, allen ist klar, nach den Äußerungen, was schon gelaufen ist, was hier getan werden soll und muss, und wir sollten es auch nicht so streng sehen, dass wir das jetzt hier uferlos zu einer Tool-Debatte werden lassen. Wir haben uns in der Tat mal daraufhin verständigt, dass wir das nutzen wollen. Und wir haben uns auch darauf verständigt, dass wir das, dass wir in use, also während der Benutzung festgestellte Dinge versuchen dann anzumerken und zu verbessern.
Und da sollten wir es eigentlich mit belassen, bei belassen. Ansonsten möchte ich natürlich den anderen das Wort nicht abschneiden. Im Gegenteil, es haben sich noch gemeldet der Nico, der Grumpy und der Lukas. Bitte. Nur um auf Michelle zu antworten, das kann ich jetzt nicht so im Raum stehen lassen, dass hier irgendwie ein Angriff auf Ansgar erfolgt sei. Also von mir ganz bestimmt nicht, von den anderen habe ich es auch nicht so wahrgenommen. Und es ist eben eine politische, das ist überhaupt nicht das Problem des Programmierers, wobei ich dir da recht gebe, dass das dann auch Fraktionsaufgabe ist und wir dankbar sein sollten, dass sich Ansgar da überhaupt mit auseinandersetzt. Da sind wir vollkommen d'accord. Aber die Sache, dass eben das Abstimmungsverhalten nicht mehr nachträglich nachgepflegt werden kann, ist nicht etwas, was jetzt auf einmal aufploppt, sondern es wurde schon mal thematisiert und es wurde explizit gesagt, wollen wir nicht. Und dann ist die Sache für mich halt an der Stelle vorbei. Jetzt wäre noch der Grumpy und der zieht zurück, dann ist der Lukas noch, bitteschön. Dann wären wir auch ungefähr am abzustimmenden Zeitlimit. Wir brauchen uns nicht über den politischen Willen zu unterhalten. Es gab vor circa einem Jahr einen Umlaufbeschluss von Daniel Dingel, der da, der genau eben diesen politischen Willen abgebildet hat. Und ich erinnere mich noch ziemlich genau, wir haben auch danach in der Fraktionssitzung darüber gesprochen und gesagt, wir können das, weil wir damals auch Probleme hatten in IT durch einen Wegfall von einer Person, die potenziell in der Lage dazu wäre, sowas zu programmieren und wir ursprünglich das sowieso hatten, solche Sachen selber zu machen, haben wir gesagt, dann schreiben wir das aus. Es wurden zwei Personen benannt, die sich um die Ausschreibung kümmern sollten, nämlich Kai und ich. Da geht es um die Visualisierung. Das ist richtig, die folgt aber erst danach. Die folgt erst, wenn das okay, dann vielleicht okay, können wir diesen... Dann, nee, dann fassen wir einfach vielleicht nochmal... Den müsstest du natürlich schriftlich formulieren, das wäre total toll. Es sei denn, es ist so ein toller Antrag wie jetzt, lass uns aufhören. Wollen wir nicht Lukas zu Ende reden lassen? Ja, klar. Ey, das ist auch cool. Hey, Leute, okay, dann, Lukas, weil es ging jetzt in ein Zwiegespräch. Jetzt nur so eine Idee müssen wir nicht heute machen, aber dann weiten wir eben diesen Auftrag aus und sagen halt nicht nur eben die Umsetzung, sondern auch die Visualisierung, denn ich finde nicht, dass ein persönlicher Mitarbeiter eben diese Fraktionsmitarbeit machen sollte. Wir haben die Mittel dazu, wir haben die Möglichkeiten, solche Projekte auszuschreiben und das sollten wir tun. Einfach also das Ganze, diesen Beschluss von früher, der eigentlich nur um die Visualisierung der Sachen ging, dann erweitern und das Thema abschließen. Nun möchte der Michel zwar einen Antrag stellen, aber der Kai, okay, dann Kai, bitte du. Also nur ganz kurz darauf, ja, ich würde dir generell zustimmen, das wäre eine gute Idee gewesen, wenn wir das sofort beschlossen hätten. Der Ansgar ist aber nahezu fertig mit dem Tool jetzt. Und ich gehe davon aus, dass ich im nächsten Plenum einen Probelauf machen werde mit dem neuen Tool. Da wäre es halt nicht zielführend, jetzt das auszuschreiben. Dann machen wir einen Vorratsbeschluss, falls etwas nachgebessert werden muss. Dann seid doch bitte so gut, der Grumpy meldet sich noch zu Wort, dann bitte ich darum, weil danach müssen wir abstimmen, ob wir diesen Tagesordnungspunkt zu dem Thema jetzt weiter fortführen oder nicht. Dann wäre es vielleicht sinnvoll, diesen Vorratsbeschluss, den Lukas angesprochen hat, für die nächste Sitzung oder als Umlauf zu fassen. Das wäre sehr schön, wenn das geschehen könnte. Ansonsten wäre jetzt an dieser Stelle... Ich war noch nicht fertig. Entschuldige bitte. Da ich das Wort gerade schon hatte, wollte ich eben noch darauf eingehen. Also wenn das tatsächlich nicht zu editieren ist, was der Ansgar gerade als falsch beschrieben hat, dann bitte auch das zurückzumelden. Fakt ist aber eigentlich, dass es über Redmine immer zu editieren ist. Und fakt ist auch, dass die neue Version genau das eben ermöglichen soll. Es soll nämlich genau in der neuen Version auch möglich sein, im Plenum zurückzuspringen, den einzelnen Plenartag anzuspringen und zu sagen, da muss ich das und das noch nachtragen. Was aber das Problem ist, was gerade angesprochen wurde, ja, wenn ich das im Plenum nicht schaffe, dann schaffe ich das auch hinterher nicht mehr. Ja, bitte, wir haben quasi beschlossen, wir machen unser Abstimmungsverhalten transparent. Ich möchte das mal eben darauf hinweisen, dass es genau darum geht, unser Abstimmungsverhalten im Plenum transparent zu machen. Das, was Abgeordnetenwatch für die namentliche Abstimmung hat, wollten wir für alle Abstimmungen für uns haben, wollten wir veröffentlichen. Wenn das im Plenum ein Problem ist, dann muss ich halt die Tagesordnung nehmen und es in der Tagesordnung vermerken, wie ich abgestimmt habe und das nachträglich nachtragen. Oder zumindest dann sagen, ich habe das alles nachgetragen. Was nicht geht, ist zu sagen, das hat nicht so funktioniert, wie ich das hatte, also habe ich da keine Lust mehr drauf gehabt, obwohl wir einen Beschluss hatten. Das funktioniert nicht. Gut, Grumpy, du wolltest noch was dazu sagen? Dann wär's. Nee, nämlich nicht dazu, sondern zu dem eigentlichen Thema der Tagesordnung. Denn es heißt Nachbesprechung des letzten Plenums. Dieses Problem ist schon ein bisschen älter offensichtlich, hat nichts direkt mit dem letzten Plenum zu tun. Ich finde es schön, wenn wir
in diesem Fall die Tool-Diskussion nicht beenden, sondern halt dahin legen, wo sie hingehört, nämlich an den Rand dieser Sitzung. Und wir uns mit den politischen Inhalten der vergangenen Plenarsitzung im Rückblick beschäftigen. Da möchte ich nur darauf hingewiesen haben. Vielen Dank für deinen Hinweis. Ich denke, was Tool-Geschichte angeht, sind wir auch soweit rum und klar und die Argumente sind ausgetauscht. Jetzt müssten wir gleichwohl, wir bei Top 5 sind, aber die 15 Minuten schon deutlich überschritten haben, einmal bitte darüber kurz abstimmen, ob wir jetzt zu diesem Themenkomplex Nachbesprechung, Plenum noch eine Fortsetzung wollen. Bitte um Handzeichen, wer das möchte. Das ist, würde sagen, mehrheitlich ja dafür. Das heißt, wir gehen in eine Fortsetzung Thematik Nachbesprechung Plenum. Der Kai hat das Wort. Ja, was aus meiner Sicht manchmal ein bisschen hakt, sind kurzfristige Absprachen im Plenum. Also meine ich jetzt nicht den berühmten Fall mit, sondern auch im letzten Plenum gab es dann ein paar Mal Verwirrung, dass wir durch Änderungen in der Tagesordnung oder durch Änderungen beim Antragswesen Dinge nicht so richtig schnell auf dem Schirm hatten oder nicht so richtig schnell sortiert haben. Ich würde gern mal darüber reden, ob wir dann irgendwie so eine Art Notfall-Button oder was auch immer, kein Tool, sondern tatsächlich irgendwie so eine Ansage vom PolGF oder PGF oder vom Vorsitzenden haben, dass wir jetzt mal eben kurz miteinander reden müssen, weil es mehrfach auch so war, dass dann Unklarheiten beim Abstimmen waren, weil sich halt die Tagesordnung letztendlich nicht so darstellte, wie wir sie vorliegen hatten oder sich Verfahren geändert hatten. Da würde ich gerne darüber reden, ob es möglich ist, irgendwie so ein, ja, eben wegen so einen Notmodus zu erreichen, wo man sagt, so jetzt müssen wir fix miteinander reden. Ich gehe einfach mal davon aus, dass Grumpy dazu vielleicht was sagen möchte als PGF, der ja da immer vorne mit der Nase dabei ist. Ja, wir hatten ja beim letzten Plenum sogar zwischendurch einen Fehler in der Tagesordnung verursacht vom Präsidium, welcher ja dann auch wirklich für einige Verwirrung gesorgt hat. Dieser wurde dann aufgrund einer sehr flexiblen GO hier im Landtag entsprechend dynamisch geheilt. Man hat sich ja sogar entschuldigt. Ich fand das sehr aufschlussreich, wie das gehandhabt worden war. Und wenn es was du ansprichst, was immer wieder noch uns als Anfängern hier ja passiert, das ist, wenn manchmal heißt es halt gemäß der Beschlussempfehlung aus einem Ausschuss und manchmal heißt es gemäß des Antrags. Das ist nicht, wie soll ich sagen, schriftlich definiert und Herr handhabt das Präsidium gerne so wie so ein Dachdecker. Da muss man ab und an echt höllisch aufpassen. Ist das so? Ja. Können die das halten, wie sie es wollen, oder gibt es da eine Regel? Worden? Ist das geändert worden? Da muss ich dann nochmal nachgucken. Wollt ihr das auch sagen? Oder? Dann alle gleichzeitig. Bin es waren alle gleichzeitig. Stopp. Einige Leute. Also ich habe da ja mal mitgespielt in diesem Präsidium und es gibt da eine ganz klare Vereinbarung, eine ganz klare Änderung. Das Problem ist allerdings, die wird halt nicht immer so eingehalten. Und das ist das, was Grumpy gerade angesprochen hat. Das passiert nach wie vor, dass dann vielleicht der eine Kollege, Vizepräsident, das anders handhabt, weil es eben über viele, viele Jahre so gehandhabt wurde. Das passiert, das können wir aber auch tooltechnisch nicht irgendwie lösen. Also da müssen wir uns darauf verständigen, dass wir eine Verfahrensweise in dem Tool drin stehen haben und fertig. Und selbst wenn wir dann im Plenum halt eben vielleicht Ja gesagt haben, weil wir für die Beschlussempfehlung gestimmt haben und gegen den Antrag oder whatever, dann ist dem halt so. Hauptsache es ist nachher nachvollziehbar irgendwo im Tool zu sehen. Danke, Daniel. Noch Wortmeldungen zu diesem Bereich? Das ist nicht der Fall. Noch ein Thema offen zum Bereich Nachbesprechung Plenum. Möchte noch jemand was dazu anmerken? Der Lukas, bitte. Ja, ich wollte sagen, auch rein aus Transparenzgründen, seit dem letzten Plenum bekomme ich immer polnische Tageszeitung.
Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Das finde ich sehr schön. Ich hoffe, du liest sie auch. Okay, gut. Noch jemand mit Zeitschriftenzusendung aktueller oder weniger aktueller Art? Hoffentlich kein Altpapier, das wäre sehr unschön. Dann können wir, sofern kein Aufschrei erfolgt, diesen Tagesordnungspunkt Nachbesprechung des letzten Plenums verlassen und kommen zum Tagesordnungspunkt 6, Abarbeitung Tickets Redmine, Grumpy, das ist einmal betrifft das 20 Piraten und Open Antrag. Bitte schön, Grumpy. Sekunde, ich muss hier gerade noch was zurechtklicken. So, wir haben ja zwei Krankmeldungen gerade und da wollte ich vorgeschlagen haben, für die zwei längerfristigen Krankmeldungen, dass wir die Tickets da nochmal ein bisschen umsortieren. Ich wollte dann nur darauf hinweisen, dass ich die Stellvertreter entsprechend informieren werde und wollte vorgeschlagen haben, allgemein zur Abarbeitung der regulären 20-Piraten-Tickets als auch der Open-Antrag-Tickets vielleicht auch nochmal in den Büros die persönlichen Mitarbeiter zu sensibilisieren, dass man da insgesamt ein bisschen mehr nachhält. Ich selber bin auch noch, glaube ich, gerade 6 Tickets schuldig. Neben den Vorstandsgeschichten, also jetzt rein nur die öffentlichen 20 Piraten-Tickets. Von daher wollte ich ganz einfach nur noch mal kurz sensibilisiert haben und ich werde dann auch einzeln auf euch zukommen und gerne nachfragen, wenn irgendwo ein Ticket mal falsch zugewiesen wurde, was auch immer mal vorkommen kann. Dann kann man das auch jederzeit in ein anderes Büro weiterreichen. Also niemand ist unfehlbar. Ja, danke Grumpy an der Stelle. Ich kann mich dem nur anschließen. Hatte ja gerade in Bezug auf diese UP-Geschichte am Wochenende einen längeren Austausch auch mit Birgit, was das Auffinden von über Redmine zugewiesenen Mails angeht. Das ist in der Tat wahrscheinlich nicht jedem so ganz klar und präsent gewesen. Vielleicht, ja, wie auch immer. Das hat sich ja jetzt irgendwie geklärt, glaube ich zumindest. Und ja, einfach gucken und dann klappt das. Der Toso. Ich glaube, das war schon jedem ziemlich präsent und klar. Was halt nicht ganz klar ist, dass man zwischendurch die Tickets ja dann mal nicht mehr hat, weil sie wem anders gegeben worden sind und dann kann man natürlich da nicht mehr darauf zugreifen. Außerdem war, glaube ich, nicht jedem klar, das ging jedenfalls aus dem Mailverlauf hervor, dass wir ja zwei Tracker haben, einmal für den Vorstand und einmal für 20 Piraten. Und von daher hätte ich gerne eigentlich von euch nochmal keine Diskussion dazu gehabt, die haben wir auf der Mailingliste geführt, sondern nur die Entscheidung einfach gehabt, ob wir jetzt alle auf den 20 Piraten-Tracker Zugriff kriegen oder nicht. Das für mich legt sich das so ein bisschen nahe nach der Diskussion auf der Mailingliste. Weil wir sind das quasi auch alle, wohingegen Vorstand halt eine Teilmenge ist. Danke, Toso. Ja, dein Vorschlag, das hätte vielleicht schon fast noch in den Bereich Bericht des Vorstands gehört, haben wir gestern erörtert, recht umfangreich, recht lang. Bisher hat das eigentlich ganz gut geklappt, was die Zuweisungspraxis angeht. Und wenn wir alle Zugriff haben auf die 20 Piraten, führt das zu erheblichen Verwerfungen. Zumindest ist das unsere Auffassung im Vorstand gewesen. Denn wenn alle darauf zugreifen, alle gucken, wer macht was, wer kann was, kommt was rein, entsteht also so ein bisschen eine Kultur, bitte, ja, eine Kultur des, ja, wer macht hier eigentlich was und hängt da irgendjemand hinterher, das wollen wir gar nicht, wir brauchen das auch nicht. Das mit den Zuweisungen läuft eigentlich ganz gut. Es gab jetzt einen Punkt, an dem das offenbar nicht optimal gelaufen ist und ich bekomme gerade zum Beispiel rein, weil das auch noch zu dem Themenkomplex gehört, eine Mail von Gerrit, insofern, als es da wohl offenbar Probleme in der Zustellung auf Seiten des Landtagsservers geht, von E-Mails und den nachträglichen
Ja, ja, die haben alle gekriegt. Ja, ich möchte das aber nur noch mit einfließen lassen. Das wiederum betrifft nämlich eine E-Mail, die von den Juppies Münster gekommen ist unter Umständen. Auch da haben wir in der Zwischenzeit eine Klärung herbeigeführt. Die haben offenbar auch nicht alle bekommen. Mag zusammenhängen mit der Zustellungssituation auf dem Landtagsserver. Ich hatte ja dem Daniel dann geschrieben, hey, schick's mir lieber nicht über den Landtagsserver, ne? Weiß noch. Und weil ich bin mir da nicht so sicher, ob da auch wirklich alles ankommt. Ich weiß es zum Beispiel auch von anderen, auch mich privat betreffenden E-Mails, dass sie nicht angekommen sind. Habe das auch gecheckt. Und von daher ist der Landtagsserver leider, was Zustellung von E-Mails angeht, nicht so sehr zu trauen, nicht so ganz zu trauen, was die Vollständigkeit und Richtigkeit angeht, wie zum Beispiel im Redmine-Server. Also von daher, ich bin der Auffassung, dass wir diese Zugriff alle auf diese Geschichte nicht notwendigerweise brauchen. Es findet auch kein, nachdem ein Dreivierteljahr oder viele Tickets nachträglich abgearbeitet wurden, was Zustellungsfragen, was Bearbeitung auch seitens des Vorstands im Bereich 20 Piraten angeht, erledigt worden ist, dass wir quasi, was die 20 Piraten-Mailingliste angeht, oder die 20 Piraten-Mail-Account, ajour sind und da ploppen auch nicht so irre viele auf, als dass es nicht das Feedback vom PGF-Büro gehandhabt werden kann. Ich denke, das läuft gut. Die Nicole ist da auch immer mit im Boot, die wird jetzt nicken, die das immer beobachtet, auch was die Zuweisung angeht, auch was die Bearbeitung im Bereich der Zuweisung angeht. Da besteht vielleicht noch ein bisschen Verbesserungsbedarf. Ansonsten denke ich, läuft das System und läuft die Praxis ganz gut. Der Toso, bitte. Ja, eigentlich war ja gestern Tag der Medienkompetenz. So ein Tracker ist eigentlich dafür gemacht, dass man da mit mehreren Leuten drin arbeitet und dass man dann auch durchaus nach Zuweisungen zusehen kann, wer was sieht, wer was nicht sieht. Würde ich deiner Argumentation folgen, dann könnten wir Redmine zumachen. Und zwar gleich. Also sachlich komplett falsch an der Stelle, nicht schlimm. Ich sehe halt, dass wir diesen Tracker genau dafür nutzen sollten, wie wir halt auch im Redmine zusammenarbeiten. Tun wir das nicht, fehlt mir da jegliche Übersichtlichkeit. Also dann kann ich dieses Tool halt nicht benutzen. Das ist ähnlich wie bei den anderen Tools. Übrigens hat der Landtagsmail-Server damit nichts zu tun. Ja, doch, die Hälfte. Nee, habe ich nicht gesagt, sondern ich habe gesagt, das könnte man noch erweitert mit reinnehmen zu dem Komplex. Aber gut. Noch den nicht öffentlichen Teil. Ja, den brauchen wir auch noch, den nicht öffentlichen Teil, klar. Die Frage, die sich hier natürlich stellt, also was die Übersichtlichkeit angeht, Toso, muss ich dir leider widersprechen. Es ist soweit Redmine unübersichtlich sein kann, und zwar genug. Ich denke nicht, dass wir da noch vielleicht eine Verkomplizierung mit reinbringen müssen, dass dann am Ende noch jeder hinter jedem herrennt und sagt, hey, da ist doch noch eine Mail gewesen oder was auch immer. Also das, glaube ich, muss nicht sein. Ja, wenn da jemand einen Bedarf hat, dann mag er das dann tun. Mich persönlich, ich finde das gut. Der Grumpy hat mit dem PGF-Büro diese Aufgabe innerhalb des Vorstands quasi übernommen, das zu managen. Und ich denke, es gibt da keinen Zweifel, dass das gut gemanagt wird. Begleitend, so was den Backbone angeht, tut es auch, tun wir es alle noch mit. Der Grumpy, der Dunnebot zum Beispiel auch, der auch sehr viele von den Tickets mit abgearbeitet hat, die liegen geblieben waren. Und Hunderte oder so, weiß ich gar nicht. Also es waren ich persönlich habe mich da auch ein bisschen als Gärtner noch rumgetummelt. Und wie gesagt, wir sind da jetzt ajour und ich denke, das System läuft. Und daher befrachtet euch nicht mit Mails über irgendwelche Dinge. Ja, nee. Die uns alle angehen, ja natürlich, klar. Wenn ich möchte, ganz ehrlich, ich möchte nicht gleichzeitig eine begleitende Verpflichtung haben, die daraus nämlich entsteht, mir tatsächlich dann auch jedes Mal, und zwar als MDL, als Mitglied dieser Fraktion, nicht jetzt als Vorstand mit einer zugewiesenen Aufgabe, mich all dieser Mails nämlich so begleitend und mit einer quasi Begleitverpflichtung über die Mails herzumachen, die, was weiß ich, auf der einen Seite über Gülle oder möglicherweise über entlaufene Hunde oder was weiß ich, keine Ahnung, da reinkommen, sondern da bin ich schon dafür, dass die Zuweisung entsprechend der Ressorts dann erfolgt. Und da jetzt dieser eine Aspekt, nämlich die Mail der Juppies,
zu dem Thema NSU-Untersuchungsausschuss und Besetzung des Leichen hier Stein des Anstoßes war, die Sache meines Erachtens geregelt werden konnte. Übrigens danke ich dafür, dass das in einiger Sachlichkeit erfolgen konnte, allen, die daran sich in irgendeiner Form beteiligt haben, auch an der Mail-Debatte zum Wochenende. Und von daher denke ich, sollten wir es dabei erstmal, bis auf Weiteres zumindest, falls denn da jetzt nichts Weiteres aufkommt, auf sich beruhen lassen. Ich weiß nicht, Toso, vielleicht ist das für dich nicht ganz befriedigend. Gut, da wundert es mich dann allerdings sehr, lieber Toso, dass ich das auch noch anmerken darf, wieso du während deiner Zeit als Vorstand das nicht unter dem Kapitel Herrschaftswissen, ja, dann gab es was anderes oder was auch immer. Ja gut, was willst du denn jetzt? Dann sag es doch. Dann sag es doch, Toso, du willst jetzt einen Antrag stellen oder hast... Ja gut, also wenn ich als Sitzungsleiter und Mitglied dieser Fraktion nicht mehr reden darf, dann werde ich natürlich ab sofort keine Sitzung mehr leiten, ist völlig klar. Wir sind hier natürlich nicht im Plenum und ich sitze nicht im Präsidium, aber auch da nimmt sich die Präsidentin raus, so lange zu reden, wie sie Lust hat. Das tue ich nicht, sondern ich möchte hier einen Beitrag leisten aus der Praxis heraus, meiner Zeit hier in dem Vorstand, und habe auch darüber hinaus berichtet, was gelaufen ist, was diesen Tracker, und das ist das Thema, angeht, und Thema und Punkt. So, jetzt, wenn jetzt jemand einen Antrag stellen möchte, mag er das tun, ansonsten sehe ich das Thema eigentlich ausdiskutiert. Offensichtlich nicht der Fall. Dann können wir diesen Tagesordnungspunkt verlassen und kommen zum Tagesordnungspunkt 7, Termine für die Klausurtagungen 2015, mögliche Termine, das ist ein Vorschlag. Ich nehme an, ihr habt sie alle einmal angeschaut. Das sind 1, 2, 3, 4 Termine, nämlich in jedem Quartal einer. Und da möchte sich der Daniel einmal zu Wort melden und tut dies. Ja, das war ja letzten Endes mein Vorschlag, den ich, oder die Termine, die ich rausgesucht hatte. Ich möchte da eine Korrektur vornehmen. Der 16., 17. Februar war der von mir nicht beabsichtigte Termin. Das ist in der Tat Rosenmontag, oder der 16. ist Rosenmontag. Das ist für den einen oder anderen vielleicht gut, aber irgendwie wahrscheinlich mehrheitlich doch eher schlecht. Geplant war von mir aus die Woche davor, ist auch sitzungsfrei, die Woche vor Karneval, das wären dann der 9. und 10.2. Habe ich im Pad schon so drinstehen. Wortmeldung, der Toso. Ja, da ich jetzt gleich mit Michelle drüber zum Ausschuss muss, zum Hauptausschuss, nur eine Anmerkung, ich fände toll, warum machen wir da nicht einfach ein Doodle? Da müssen wir jetzt nicht ewig drüber reden. Dann hast du eine Sicht, wer wann kann und gut ist. Okay, kann Doodle. Ich nicht. Tschüss. Doodle wäre eine Möglichkeit, allerdings hat, denke ich mal, der Daniel, wie wir gerade gesehen haben, was den Februar angeht, sich da schon einige warme, gute Gedanken gemacht. Dann sage ich noch einen Satz dazu. Also ich habe das ja letztes Jahr auch mit dem Toso zusammen gemacht und Toso selber weiß ja auch, dass es gar nicht so wahnsinnig viele Terminkonstellationen und Möglichkeiten wirklich gibt. Wir könnten jetzt in einem Doodle abfragen, ob zum Beispiel der 9. und 10. Zweite sinnvoller ist oder der 10. und 11. Zweite. Sowas könnte man machen, im Prinzip auch mehr oder weniger bei den anderen Tagen. Aber von der wesentlichen Grundausrichtung ändert sich dann nichts. Weil wir entweder sonst tatsächlich direkt in den Schulferien oder sowas sind oder das halt am Wochenende oder was weiß ich nicht machen. Also ich denke, wir sehen uns ja jede Woche, ne? Also zumindest in den Fraktionssitzungen. Und falls sich dann im Zuge der weiteren Termingestaltung von Ausschüssen, Plenum und so weiter was herausstellen sollte, wird man das vielleicht auch nochmal nachträglich abändern können. Von daher würde ich doch sagen, können wir, wenn sich kein großer Widerstand regt, über diese Termine, wie sie jetzt hier einmal aufgeschrieben sind, abstimmen, dann haben wir das zumindest als Beschluss. Und wenn sich hinterher jemand einen begründeten Änderungsvorschlag hat, mag er diesen vorbringen und dann werden wir dann nochmal erneut darüber abstimmen. Von daher stelle ich jetzt gemäß der Antragssituation, die ich hier als gegeben ansehe, zur Abstimmung die Termine 9. und 10.2. 2015, 28. und 29.05.2015, nach Pfingsten auch im sitzungsfreien Teil, 13. und 14.08. ebenfalls sitzungsfreie Zeit nach den Sommerferien, das bezieht sich auf die Schulferien, und den 9. und 10.11.
sitzungsfreie Zeit als Termine für die Fraktionsklausurtagungen 2015. Wer dafür ist, hebe bitte seine Hand. Wir sind bei der Abstimmung über die Klausurtagung. Termine für die Klausurtagung, soweit sie im Pad stehen. Okay. Ja gut, also, wir sind... Ja, das kann ich kann auch an einem Termin nicht, aber ich bin trotzdem dafür. Also, wir sind bei dafür, für die Termine, die jetzt hier vermerkt sind, von Daniel vorgeschlagen und geprüft. Wobei natürlich bitte klarstellen, der Alternativtermin, was Februar angeht, ne? Klar. Ja? Ja. Hast du, na, Nicole? Super. Wer ist dagegen? Das ist einer, der Toso. Wer möchte sich enthalten? Der Michelle. Gut, dann danke ich euch für die Aufmerksamkeit und die freundliche Mitwirkung. Kommen wir zum Talk 8. Sonstiges Satzungsänderungsantrag zu Quartalsberichten der Fraktion. Da hat, weil wir ja gesagt hatten, Evaluation, gucken, wie es geht und was geht, der Grumpy das Wort. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Mein Problem dieses Mal, es soll jetzt kein Hinauszögern sein, ist, Harald ist ja nicht da heute den ganzen Tag und er hat ärgerlicherweise jetzt die finalen Zahlen bei sich im Büro, die ich halt bei der Gelegenheit für mögliche Mehrkosten und Aufwände hier präsentieren wollte. Das, weil diese Zahlen bis dato intern halt, wie soll ich sagen, unter Verschluss waren für die Erstellung der Eckdaten, wollte ich da eigentlich gestern nochmal die Schlussbesprechung machen. Dies ist aber aufgrund der Personalgespräche, die gestern Nachmittag waren, war uns das zeitlich nicht mehr möglich und heute ist er leider krank. Deswegen konnte ich das heute Morgen auch nicht mehr mit ihm besprechen. Ich bitte da um Nachsicht und werde das Komplettpaket dann fraktionsintern morgen rumschicken, damit wir da intern schon mal drüber diskutieren können, wenn da niemand etwas gegen hat. Dagegen hat offenbar niemand etwas. Vielen Dank, Grumpy, für deinen Bericht. Kommen wir zum weiteren Aspekt von Sonstiges in Top 8. Das ist das von Daniel Düngel eingebrachte Stichwort Rehmagen. Bitte, Daniel, sei bitte so freundlich, stell noch einmal den Punkt vor. Ja, ich spiele jetzt so ein bisschen auch Proxy. Ich hatte gestern mit Birgit noch kurz geschrieben. Die hatte euch halt eine Mail geschickt. Ich weiß nicht, ob das als Tagesordnungspunkt, wie auch immer, gedacht war. Am 22. November, also jetzt Samstag, ist in Rehmagen der nächste große Nazi-Aufmarsch. Rehmagen ist nicht in Nordrhein-Westfalen, nichtsdestotrotz. Auch der Landesverband hat sich dazu entschlossen, den Aufruf zu unterstützen, also den Gegendemo-Aufruf zu unterstützen, nur um das klarzustellen. Die Frage, die Birgit aufgeworfen hat, ist, wir haben ja an dem Wochenende Klausurtagung. Ich wäre auf jeden Fall Samstag nach Rehmagen gefahren, wenn nicht Klausurtagung wäre. Die Frage, die aufgeworfen ist, ob wir jemanden von uns entsenden und dahin schicken. Mein Angebot, also Birgit selber weiß es nicht, aufgrund ihrer Erkrankung, ob sie überhaupt hinfahren kann, auch zur Klausurtagung, das wisst ihr selber. Ich würde mich dazu anbieten, würde aber tatsächlich nur fahren, wenn die Fraktion sagt, ich soll da hinfahren. Der Michel hat dazu eine Wortmeldung, bitteschön. Guten Tag. Ich bin da tatsächlich ein bisschen in einem Gewissenskonflikt, Daniel. Du weißt, dass ich dein Engagement gegen Recht sehr schätze und dass das gut finde. Ich habe allerdings ein Problem damit, bei einer Klausurtagung jemanden oder während einer Klausurtagung jemanden
willentlich und wissentlich wegzuschicken, ihm sozusagen freizugeben, in Anführungszeichen. Ich kann nicht auf der einen Seite meckern und sagen, ich finde es doof, wenn Leute gar nicht erst teilnehmen, aus welchen Gründen auch immer. Und jeder soll alles dafür tun, an Klausurtagungen teilzunehmen und dann jemandem, egal ob du das bist oder irgendjemand anders, sagen, du bist jetzt nicht so wichtig, du musst da nicht dran teilnehmen, mach was anderes. Von daher würde ich tatsächlich bei einer Entsendung dagegen stimmen wollen. Nun gibt es offenbar keine Wortmeldungen dazu. Steht somit dann im Raum, ich weiß jetzt nicht, ich habe die Mail von Birgit jetzt nicht auf dem Schirm, wie das gedacht war. Ob das ist, der Joachim hat vorab noch eine Wortmeldung dann, aber ich möchte dazu ausführen, es wäre dann hier dementsprechend wohl ein Antrag zu werten, entsendet die Fraktion jetzt denjenigen, der sich dazu meldet, zu dieser Gegendemo in Remagen. Muss ich sagen, ich persönlich habe damit aus ähnlichen Erwägungen, wie Michelle sie geäußert hat, ein Problem. Und zwar deshalb, weil wir bisher nicht als offiziell als Fraktionsmitglieder uns in dieser Weise engagiert haben. Gleichwohl gab es verschiedene Situationen, bei dir auch, klar, weiß jeder, auch bei, was Michelle angeht, als parlamentarischer Beobachter aus eigenem Engagement und Interesse heraus, auch andere, die ich jetzt nicht namentlich nenne, waren schon daran beteiligt, haben das in der einen oder anderen Weise publiziert oder öffentlich gemacht oder auch andere nicht. Und von daher hätte ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen Problem, was die Entsendung angeht. Allerdings möchte ich an dieser Stelle sagen, wenn denn jemand, und es handelt sich ja nicht hier um 3 Tage oder 2 oder was, sondern um einen Tag, was diese Gegendemo angeht, aus diesem Grunde an der Fraktionssitzung nicht teilnehmen möchte oder kann, weil aus welchem Grunde auch immer er das für ein wichtigeres Engagement hält, könnte ich mir nicht vorstellen, dass er da deswegen für geköpft wird, sagen wir es mal so. Also, Joachim, bitte. Ich würde mal so sagen, wir haben bis jetzt, was Demos angeht, als Fraktion Unterstützererklärungen und sowas schon mal abgegeben. Entsendungsaufträge hat es bis jetzt noch nicht gegeben. Und bei allem Respekt, ich sehe momentan auch nicht ein, warum wir dafür einen machen müssen, bloß weil es einen anderen Termin gibt. Ich würde das ist Daniels persönliche Entscheidung, wo er die Prioritäten setzt, und ich würde es auch gerne dabei belassen. Er wird nicht geschlachtet, wie auch immer. Nico? Entschuldigung, Grumpy, wenn du vor warst. Nico, dann du. Ich bin gerade am Überlegen, ob das jetzt ein formeller Antrag ist an uns, oder ich meine, das ist immer so eine Info jetzt in den Raum geschmissen. Weiß nicht, kann man auch einfach so im Raum stehen lassen. Also, falls es ein Antrag sein sollte, dann bitte ich dann noch um Klarstellung und würde dann argumentieren, dass es mit einer formellen Entsendung schwierig wird, weil es eben nicht mehr NRW ist. Also, jetzt irgendwas mit Kosten zu machen oder so, ist sowieso schon mal, denke ich mal, ist klar außen vor, nur zur Klarstellung. Ich denke, das ist uns allen bewusst, dass das sowieso nicht geht. Dann eben, wir haben bislang noch niemanden offiziell dahin entsandt. Wie Joachim sagte, wir haben Unterstützungserklärungen abgegeben. Vielleicht wäre das dann so zu verstehen, ob wir jemanden von dieser Pflichtveranstaltung Klausur entbinden. Darüber würde ich dann unter diesem Vorzeichen überhaupt erst diskutieren wollen. Über alles andere würde ich nicht diskutieren. Und dann würde sich die Frage auftun, schaffen wir hier einen Präzedenzfall, wo dann demnächst, ich sag mal, jetzt ist das Thema Nazis und Hogesa halt besonders aktuell, aber ich kann mich auch an Zeiten erinnern, an Ereignisse, die lagen vor Köln
Und da hätte halt im Hambacher Forst irgendwas sein können, wo Hans-Jörg mit guten Gründen sagt, so total wichtig. Ne? Oder, keine Ahnung, Demo vom Duisburger Zoo oder was weiß ich. Ja, ja, so. Und dann frage ich mich, was halt mit unseren Pflichtveranstaltungen dann so ansonsten dann wird, weil es wird dann schwer zu differenzieren, welches politisches Ziel ja, reicht da nicht mehr, weil da muss man irgendwann, ja, pass mal auf, gegen Nazis okay, aber ne, jetzt dein Thema, weiß ich nicht, Flüchtlinge oder Polizisten, das ist jetzt aber, ne, nee, reicht nicht. Da kommen wir so ein bisschen in schräges Fahrwasser und da würde ich, bevor wir so eine Entscheidung treffen, dann, dass sich jeder Gedanken dann auch über die Tragweite macht. Daniel. Ja, selbstverständlich, Nico, geht es nicht irgendwie um eine Kostenfrage oder sowas bei dem Antrag oder bei dem Diskussionspunkt, weil einen konkreten Antrag habe ich ja letzten Endes nicht gestellt. Unterm Strich geht es selbstverständlich um die moralische Verpflichtung, eben an der Klausurtagung an dem Tag teilzunehmen oder nicht. Wir hatten die gemeinsame Klausurtagung mit dem Landesvorstand. Ich habe seinerzeit habe die ja abgesagt für mich, weil generell nur wenig Zusagen unsererseits da waren. Und zum Zweiten, weil halt eben auch diese seinerzeitige Veranstaltung dann eben in Hamm gewesen ist. Da habe ich keinen Bock drauf. Also ich habe keinen Bock drauf, mir wieder den ganzen Scheiß anzuhören, dass ich halt lieber auf irgendeine Demonstration gehe. Hier geht es auch in erster Linie gar nicht um mich. Wir können auch, weiß Gott, wen meinetwegen dahin schicken. Das ist eigentlich die zweite Frage. Die erste Frage ist tatsächlich, schicken wir jemanden dahin oder, wie Nico gerade gesagt hat, entbinden wir ihn sozusagen von der Verpflichtung an der Klausur? Und ja, da geht es dann bei dieser Frage tatsächlich nicht nur um eine Nazi-Demo, sondern auch um andere Veranstaltungen, ne, die irgendwo fachpolitisch vielleicht wichtig sind oder sonstiges. Ich habe da eine klare Meinung zu. Wir sind irgendwo wegen dieser Fachpolitik letzten Endes auch hier. Und wenn Lukas gerade zum Beispiel die Hanfparade anspricht, die dann während der letzten Klausur oder, weiß ich nicht, während einer Klausurtagung war, ja, hätte aus meiner Sicht zur Hanfparade gehen sollen, weil er dieses Thema hier für uns besetzt. Und ich meine, an der Stelle vielleicht sogar für uns wichtiger ist, dann da vor Ort zu sein, als irgendwo in einem Kämmerchen zu sitzen. Also ich hätte, wir können da gerne dran, dann drüber abstimmen, dann nehme ich das gerne so als Votum letzten Endes mit. Also ob ihr der Meinung seid, dann machen wir es konkret, dass ich nach Remagen fahren soll und Samstag nicht zur Klausurtagung kommen brauche, dafür quasi entschuldigt bin, wie auch immer. Das wäre dann das, worüber wir abstimmen können. Jetzt habe ich den Kai, dann nochmal den Nico, den Dannebot und den Grumpy. Ich weise aber auch darauf hin, dass wir noch zwei, drei Pünktchen haben für einen nicht öffentlichen Teil. Die Sitzung schreitet voran, die ersten verlassen den Saal. Michelle und Tosi müssen schon weg, der Lukas muss jetzt weg. Wir haben gleich um 13.30 Uhr, das heißt also, es werden also auch um 13.25 Uhr spätestens die meisten weg sein wegen anderer Ausschusssitzungen, Anhörungen und dergleichen mehr, spätestens dann, wenn ihr, die ihr euch jetzt zu Wort gemeldet habt, ähnliche Wortmeldungen habt, oder wenn wir vielleicht, und das würde ich gerne aufgreifen, Daniel, dass du das als Meinungsbild vielleicht stellst, dass du quasi als entschuldigt giltst für den Fall, dass du dich dazu entschließen solltest, persönlich dahin zu gehen. Und damit also quasi eine Absolution für den Samstag erhältst, ja, wenn auch nicht als Beschluss. Meinungsbild, dann bitte ich jetzt um die Handzeichen, wer der Meinung ist, dass Daniel es freigestellt sei, am Samstag zur Klausurtagung zu kommen oder alternativ zu der Gegendemonstration nach Remagen zu fahren, mögen bitte jetzt seine Hand heben. Freigestellt ist. Es ist eine Freistellung für Daniel, persönlich zu entscheiden, was er tut. Punkt. Was? Ja. Ey, sag mal, jetzt komm. Nee, Moment. Freistellung. Ich hatte mich gerade noch dazu gemeldet, ich möchte damit auch noch was dazu sagen. Also, das, was wir hier gerade tun, ja,
Hier fiel gerade schon das Wort moralische Verpflichtung, in der Klausurtagung teilzunehmen. Wir haben also gar keine definitive Verpflichtung, daran teilzunehmen. Und wenn jemand sagt, er möchte dort oder dorthin, statt zur Klausurtagung zu gehen, dann hat er da bitte selber dafür gerade zu stehen. Und es ist nicht von der Fraktion zu beauftragen damit. Nein, ich bin dagegen, dass wir sowas tun. Entschuldigung nochmal, es ist keine Beauftragung. Es ist keine Beauftragung, es ist keine Entsendung. Es ist eine, wenn du so willst, eine Absolution hinsichtlich der persönlichen Entscheidung von Daniel an dieser Klausurtagung. Für, ja, können wir das vielleicht trotzdem so machen? Ich möchte persönlich die Meinung, das Meinung ist ein Meinungsbild. So, jetzt können wir natürlich darüber abstimmen, ob wir das Meinungsbild einholen, ja oder nein. Lass uns das Meinungsbild doch einholen insofern. Also es heißt, Daniel ist es freigestellt, an diesem Tag, ohne jetzt Repressalien von der Fraktion erwarten zu müssen, dorthin zu gehen oder es zu lassen. Er kann ja immer noch sagen, er kommt zur Klausurtagung. Welche Repressalien hat es denn bis jetzt gegeben? Ja, es ist doch der Wunsch von Daniel, dass das, so habe ich ihn zumindest verstanden, dass das hier in der Fraktion quasi abgesegnet wird, zumindest als Meinung. Wenn ihr da andere Meinung seid, dann lasst den Finger unten. Ich bin jedenfalls dafür, Punkt. Ja. So, es gibt ein Meinungsbild, welches geteilt ist. Ja? Und ich stelle da jetzt an dieser Stelle fest, dass wir 2, 4, 6, 8, 9 sind, nicht mehr beschlussfähig sind. Weiter in der Rednerliste. Nein, es ist immer wieder zu 10. Also, weiter in der Rednerliste möchte sich jemand zu Wort melden. Kai, hattest du dein Wort insofern? Okay. Nico? Ja. Weil Kai da darauf hingewiesen hat, von wegen moralische Verpflichtungen und so. Also in unserer Satzung steht, das sind Pflichttermine. Und solange wir keinen, und ich kann das Ansinnen ja verstehen, wenn man sagt, okay, ich möchte davon entbunden werden, dann können wir das ja hier beschließen, dann sind alle d'accord und dann ist alles gut und deswegen kann ich das grundsätzlich verstehen. Nur ich habe ja eben noch keinen Antrag gehört. Dann sollte man das halt vorher dann auch beantragen und dann darüber beschließen lassen und dann kriegen wir da eine Lösung hin, und damit halt Kai da nicht am Ende recht behält, dass das dann hier eine Wunschvorstellung ist, weil dann, ne, dann frage ich mich nämlich, wenn das eine Wunschvorstellung wird, so wie Kai das befürchtet, dann, ja, dann hätten wir uns gerade die Terminfindung, ne, für die Klausurtermine ja sparen können. Das ist ja dann, ne, irgendwie nicht Sinn der Sache. Also konsequent bleiben und dann kriegen wir es alle hin. Gut, dann hat der Danebot sich gemeldet und danach der Kai. So, ich verstehe unsere Fraktionsklausuren auch als Pflichtveranstaltung. Und deshalb braucht man halt, wenn man da nicht hinfährt, irgendeinen Grund. Man ist krank oder es gibt eine andere wichtige Veranstaltung. Und das kann dann hier, aber auch bekannt gegeben, und da kann geguckt werden, ob die Fraktion auch der Meinung ist, dass die entsprechende Veranstaltung wichtig genug ist. Remagen finde ich persönlich wichtig genug, keine Frage. Der zweite Punkt ist, am Sonnabend ist auch Wahlkampferöffnung in Hamburg. Hatten wir das auf dem Schirm? Fährt da irgendjemand von uns hin? Gut. Würde das, wenn jetzt irgendjemand vorhat, nach Hamburg zu fahren oder vielleicht angefordert wird, wäre das ein Problem, wenn jemand von uns nach Hamburg zur Wahlkampferöffnung fährt am Sonnabend, anstatt an der Klausur teilzunehmen, ist dann auch eine Frage. Da hätte ich dann auch gerne ein Meinungsbild. Ganz schnell, kurz ein Meinungsbild wäre eine, ob man halt, wenn man angefordert wird oder wenn man da gerne hin will, halt zur Wahlkampferöffnung nach Hamburg fahren kann. Trotz, wir können da keinen Beschluss jetzt zu fassen. Ja, dann müssen wir beschließen, jemanden dahin zu schicken. Also ich möchte jetzt ein Meinungsbild, verdammt, ich beantrage ein Meinungsbild dazu. Mir würde ein Meinungsbild reichen, wenn das eindeutig ist. Kai vorab. Ja, die Erosion hat direkt begonnen. Direkt nachdem Daniel hier kam, kommt jetzt Dänebot mit der nächsten Veranstaltung. Und nein, wir haben drinstehen, das ist eine Pflichtveranstaltung. Wer hält sich daran? Das ist die Frage, die man stellen muss. Ja? Wie verpflichtend das einige Abgeordnete wirklich nehmen, zur Klausurtagung zu kommen? Darüber könnten wir durchaus mal reden. Und jetzt setzen wir uns noch hin und sagen, komm, wir bohren jetzt auch noch zusätzliche Löcher rein. Dann können wir uns das schenken mit den Klausurtagungen. Dann können wir die streichen, dann brauchen wir die nicht. Olaf. Was soll das? Wir haben zwar die Sache drinstehen als eine Pflichtveranstaltung. Es gibt keine, und das ist nämlich das, was ich überhaupt nicht verstehe, es gibt keine, zurzeit zumindest noch nicht, irgendeinen Maßnahmenkatalog, wenn jemand seinen Pflichten nicht nachkommt. Somit ist diese Sache wieder nur
Klar, sie steht formell irgendwo drin, aber ich sehe sie auch eher als eine moralische Verpflichtung. Ich kann jemanden nicht moralisch freisprechen. Das muss jemand selber tun. Deswegen werde ich bei allen Fragen, die hierzu kommen, darf ich da hingehen, darf ich da nicht hingehen, mich nicht beteiligen. Ich werde weder Ja noch Nein sagen, noch enthalten sagen, sondern werde mich bei diesen Dingen nicht beteiligen, weil ich es einfach lächerlich finde, anderen Leuten ein sauberes Gewissen machen zu können, sollen, dadurch, dass ich die Hand hebe. Nee, mache ich nicht, muss jeder mit sich selber abmachen. Es hat allerdings auch noch von mir keiner wirklich Streit, also ich habe keinen noch dafür doof angemacht, wenn er nicht gekommen ist. Es muss jeder selber wissen. So, jetzt müssen wir konsequent sein. Gibt es noch im Moment irgendwelche Wortmeldungen? Müssen konsequent sein. Der Daniel Wirth hat um ein Meinungsbild gebeten, was den Wahlkampfauftakt in Hamburg angeht. Und zwar jetzt, ohne dass wir jetzt hier darüber befinden, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Wir haben das eben mit dem Meinungsbild gemacht, was Daniel angeht. Machen wir das also mit dem Meinungsbild gleichermaßen auch, was den Vorschlag von oder diesen Termin davon Daniel angeht. Was Hamburg-Auftakt angeht, ist derjenige, falls denn überhaupt jemand dahin fahren will, muss, möchte, angefordert wird, bereit, quasi freizustellen, insofern dann von der Klausurtagung, von der Verpflichtung der Klausurtagung. Wer ist der Meinung, dass das gangbarer Weg ist? Ich teile dem Antragsteller mit, dass das Meinungsbild, also wer ist dagegen, muss ich auch noch fragen. Ja, enthält sich. Ja, ja, gut, dann teile ich dem Antragsteller mit, es gibt ein gemischtes Meinungsbild dazu. Dankeschön. An dieser Stelle denke ich, dass wir der Top 8 Sonstiges, wenn ich das richtig verstehe, verlassen können, weil es keine weiteren Punkte gibt, und darf mitteilen, dass wir damit das Ende des öffentlichen Teils dieser Fraktionssitzung erreicht haben. Danke allen, vor allen Dingen danke dem Stream, allen Zuschauern und Zuschauern im Stream für die Begleitung dieser Sitzung, für das Zuhören, Zuschauen. Möchte an dieser Stelle nochmal den Hinweis auf Freitag, Antragsmumble ab 19 Uhr auf dem NRW-Server, Mumble-Server hinweisen und sage an dieser Stelle Tschüss für den Bereich des öffentlichen Teils dieser Sitzung. Danke.